Ja, genau. Ich habe englische Tastatur bei mir. Achso, ja, okay. Ich hatte nochmal überlegt. Okay. Passt, ne? Ja, super. Passt. Danke. Den kannst du auf jeden Fall einfach drüber ziehen. Ja. Siehst du? Okay. Ja. Den musst du aber dann nochmal groß machen. Fullscreen machen? Nee, wenn du den hier Fullscreen hast, geht der ja trotzdem auf die Größe da, ja? Okay. Also du müsstest den da nochmal Fullscreen. Okay. Und die wichtigste Info ist eigentlich, wenn du fertig bist und der erste Redner kommt, musst du bitte den hier anklicken, damit der klicken kann. Da einfach. Ja, ja? Okay, ich guck nochmal. Genau, und wenn du runter willst, mach den einfach klein. Das klein. Genau. Ja, und dann den. Warte. Nee, einfach. Genau, und dann das den. Das rechteste. Genau, das rechteste. Weil dann kann der erst klicken. Wenn der wieder groß ist. Okay, verstehe. Okay, alles klar. Ansonsten improvisieren sie es. Ja. Ansonsten packen. Dachte ich jedenfalls. Also du hast die Referenten an sich hier auf jeden Fall. Hier. Wow! Wow. Wieder. Ja, ist es. Gut. Ich hoffe, dass Ivan gleich umschaltet. Für mich könnte es auch nochmal. Wie machen wir das mit dem Filmchen? Filmchen, ja, stimmt. Habe ich eingebunden, da muss nochmal auf Play gehen. Ja, das ist ein PowerPoint sozusagen. Genau. Cool. Im Ton habe ich keine Garantie, weil das nicht mein Laptop ist. Meine hat nicht funktioniert. Lass es einfach abspielen und hoffe das Beste. Ich wollte es jetzt auch nicht vor der versammelten Mannschaft ausprobieren. Alles gut.
Hier hast du noch einen Dings, einen Drücker, wenn du möchtest. Also wenn ich wüsste, wo Konstantin seine Musik hat, dann würde ich das einfach mal ausprobieren. Aber, ja. Gute Frage, scheiß Windows, ich hasse es. Ja. Alright. Sound zu aktivieren, weil er ein Video hat. Aber das müsste eigentlich an sein. Ja, die Frage ist, ob es durchgeht. Die Frage ist halt, ob es irgendwo reingeht oder rausgeht oder irgendwo es hinkommt. Ja, angeschlossen ist es und aktiviert ist es hier auch. Audio digital ist alles aktiviert. Aber ich habe keine Garantie, ob es wirklich geht. Audio analog. So, du wolltest testen vom Sound hier, ne? Also wenn der hier, hört man aber auch nichts.
Ich finde es super, es funktioniert schon mal nicht, weil Windows nicht offen ist. Auch nicht. Ja, frag mal Johannes, wie es mir geht. Mir geht's jetzt gut. Weil der muss ja wieder arbeiten. Ich sehe hier meine Bildschirmpräsentation nicht. Das ist doch gut. Ach, das oder nicht? Nein, schau. Was? Ich glaube, das ist die nächste Seite, nicht? Wenn ihr klicken wollt, dann müsst ihr den nehmen. Ja. Danke. Du musst das klein machen, damit er seinen Raum zeigt. Aber das muss man ja auch mit seinem Erklicken machen. Ah. Okay.
Steve? Ich sag schon mal Hallo. Hallo. Ärger mich mal. Danke, dass ihr alle so pünktlich erschienen seid und entschuldigt unsere Unpünktlichkeit. Wir haben hier schon einige Fuck-Ups erlebt in diesen 2 Stunden, die wir hier sind. Das ist eine eigene Veranstaltung dann beim nächsten Mal, wie wir das Bild hier zum Laufen gebracht haben, wie wir den Livestream immer noch nicht zum Laufen bringen und welche Tonprobleme wir hatten. Ach, es macht Spaß. Trotzdem herzlich willkommen hier in der Uni. Es freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Und entschuldigt schon mal, dass ich duze, weil ich kann das nicht anders. Es ist die erste Fuck-Up-Night in Bonn, endlich mal in Bonn. Fuck-Up-Nights ist eigentlich ein weltweites Format. Es gibt es in mehr als 200 Städten in 70 Ländern. Es wird Zeit, dass wir auch mal in Bonn über das Scheitern reden. Wenn ich sage wir, das ist einmal Bonn Digital. Ich bin Johannes Mirus, das ist Sascha Förster, das ist nicht der Thomas Pikacik, der überall noch dabei stand, weil der hat auch abgefuckt, der hat nämlich eine schöne Geschäftsreise heute und wird erst später in Köln-Bonn landen, wird vielleicht für die Verabschiedung noch hier sein. Ihr seht, es hat alles wunderbar funktioniert. Und trotzdem wollen wir das heute hier durchführen. Und warum machen wir diese ganze Fuck-Up-Night? Warum nur, warum? Scheitern gehört dazu. Und man sagt so, 9 von 10 Startups scheitern, aber es redet keiner drüber. Und wir wollen das jetzt mal tun, weil wir wollen, dass aus Fehlern gelernt wird. Weil das unterscheidet ja auch den Mensch vom Tier. Man lernt ja nicht nur aus eigenen Fehlern, sondern auch aus Fehlern anderer. Und das ist doch schön, wenn wir das heute machen können. Die Existenzgründungen in Deutschland sind rückläufig, immer noch. Das liegt ein bisschen in der wirtschaftlich guten Lage, aber das ist doch auch schlimm. Die Leute, die wollen irgendwie eine Festanstellung und wollen Sicherheit, aber gründen macht Spaß. Und wir wollen einfach mal ein bisschen die Angst nehmen und wir wollen auch, dass sich Menschen nicht mehr schämen müssen, bloß weil sie mal einen Rückschlag erlebt haben. Deswegen unser Aufruf auch und Grund Nummer 4, warum wir das heute machen, Mut machen, gründet. Und apropos gründen. Sehr geehrte Studentinnen und Studentinnen, wer von euch studiert eigentlich noch? Oh, schön. Noch ein paar. Ja, meine persönliche Abfuck-Geschichte geht so, eigentlich wollte ich hier als Professor stehen. Das hat aber nicht geklappt. So bin ich Gründer geworden. Ist aber nicht schlimm, das macht Spaß. Und meine Oma sagte immer, wer nichts wird, wird Wirt. Wer gar nichts wird, studiert Betriebswirtschaft. Ich habe Geisteswissenschaften studiert, hatte also keine Ahnung. Deswegen möchte ich das jetzt gerne erweitern. Wenn euch das alles abfuckt, dann geht doch mal zum Bonhub. Und der kommt jetzt hierher und erklärt euch, welche Dienstleistungen er euch anbieten kann. Ivan und Sophia. Das. Na. So. Ganze Motto von Make Things Not Slides haben wir einfach unsere Website heute statt Slides. Kann man es einigermaßen sehen? Ja, ich glaube schon. Moment. Ja, okay. So. Accelerator. Hi, ich bin der Ivan, ich bin beim Hub und ich unterstütze Startups. Sascha hat ja schon gefragt, wer von euch studiert, aber wer will gründen? Das ist aber sehr verhalten. Haben alle so viel Angst? 1, 2, da hinten habe ich einen gesehen. Komm, traut euch. Echt nur 2 Leute von 200, 1%? Ja, zu viel. Also hoffentlich ändert sich das nach dem heutigen Scheitern, kann man auch daraus lernen, macht auch Spaß. Für die, die sich dann vielleicht doch noch überlegen zu gründen, ihr könnt zum Hub kommen, um 4 Sachen zu kriegen. Einerseits Coworking-Infrastruktur, andererseits Finanzierung, eine Seed-Finanzierung, um eure Idee zum Laufen zu bringen. Dann eben Netzwerk, Kontakte und dann eben auch das Thema Know-how durch Coaching. Genau, so viel zum Hub. Geht einfach auf unsere Seite, checkt das aus. Wenn ihr eine Idee habt, die irgendwie mit Software oder Hardware zu tun hat, kommt einfach auf uns zu.
Ja, so viel zum Accelerator. Und Sophia spricht gerade noch mal kurz den SummerSlam an. Nicht nur den SummerSlam. Wir haben auch noch, wenn ihr hier schaut auf der Webseite, gibt es, wahrscheinlich glaubst du jetzt nicht, weil wir kein Internet haben, oder? Vielleicht doch. Es gibt auf jeden Fall den Eventkalender, der ist ganz neu. Ihr seht da verschiedene Veranstaltungen hier aus dem Raum Bonn und nicht nur hier, sondern ganz NRW. Zum Beispiel ist hier auch die Fuck Up Night zu sehen und verschiedene andere Veranstaltungen, die aber auch gerade für diejenigen interessant sind, die gründen möchten. Also wir legen euch den Kalender sehr ans Herz und wenn wir gerade bei Veranstaltungen sind, dann müsst ihr euch unbedingt den 3. Juli merken. Der 3. Juli ist ein Montag, das heißt, eigentlich müsste da jeder Zeit haben. Ab 16 Uhr findet unser großer SummerSlam statt. Ja, das können wir schnell weiter scrollen. Ja, das Layout ist gerade off wegen der Auflösung hier. Beim SummerSlam, genau, drei Sponsoren. Facebook wird nach Bonn kommen, das finde ich ist schon mal echt gigantisch. Facebook wird eine Keynote halten und einen Workshop. Wir werden zu treffen sein am Bonner Bogen. Wir haben ja rund 40 Startups, da kannst du auch mal runter scrollen, aus ganz NRW, also nicht nur die bei uns im Accelerator-Programm sind, ja, sondern auch aus ganz NRW. Gut, können wir leider nicht zeigen, ist nicht schlimm. 40 verschiedene Startups, ja, die sich in einer Zeltexpo vorstellen werden. Wir haben auch Red Bull als Sponsor gewinnen können, der ganz fleißig mit einem großen DJ-Truck kommen wird und ordentlich für laute Mucke am Bonner Bogen sorgt. Und was richtig toll ist, ist, dass die ganze Veranstaltung umsonst ist. Das heißt, sichert euch schnell das Ticket hier. Ja. Einfach unter digitalhub.de/summerslam. Wir freuen uns auf euch. Und wenn ihr ansonsten Fragen habt zum Digital Hub, dann kommt doch einfach freitags vorbei. Da haben wir nämlich ab 14 Uhr unsere Open Hour. Und ja, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß heute Abend. Ja. Ach ja. Danke schön, Digital Hub. Das Digital Hub hat uns hier ganz wunderschön unterstützt. Warum nur? Warum? Ja, weil wir Unterstützung brauchen. Und eigentlich wollten wir auch im Digital Hub ja das hier starten. Wir haben gedacht, ja, fangen wir mal ganz klein an mit so einer Fuck Up Night in Bonn. Kleine Stadt, kleine Fuck Up Night, 30, 40 Leute, wird schon passen. Bei 200 Tickets haben wir dann zugemacht. So ist das. Wie funktioniert das heute? Es gibt so 7 bis 10 Minuten Vortrag. Es gibt 4 Vortragende heute. Und danach könnt ihr noch Fragen stellen, wenn noch irgendwelche Sachen unklar waren. So, jetzt sagt doch mal, warum bist du jetzt eigentlich gescheitert? Was war denn das jetzt? Dann fragt, dann habt ihr die Chance. Hebt euer Arm, dann komme ich mit einem Mikro angerannt, damit auch die im Stream das hören, was ihr sagt. Und dann könnt ihr Fragen stellen und hoffentlich auch Antworten bekommen. Wir finanzieren uns heute übrigens über Getränke. Ich bin froh, dass die meisten von euch Getränke haben. Bitte nutzt das auch in der Pause reichlich, sonst haben wir noch einen Fuck-up hier. Das wollen wir doch nicht. So, unser erster Vortragender hier, das ist einer, der hat schon hier geschrien, da haben wir noch nicht mal gesagt, weil er unbedingt erzählen möchte, was in seinem Leben so passiert ist und wie er so cool geworden ist, wie er heute ist. Es ist André Panet, der einen Vortrag halten wird mit dem Titel Complexity Kills. Und ich bin sehr gespannt. Jetzt darfst du kommen. Ja, danke für die Vorschusslorbeeren. Jetzt gucken wir mal, ob das hier alles funktioniert. Ja, Complexity Kills. Erzähle euch das, weil ich in der Tat nicht nur diesen einen Fuck-up gemacht habe, ich habe mehrere gemacht, also ich könnte noch ein bisschen länger erzählen, aber das war, glaube ich, der größte und der längste und der zumindest mich am teuersten zu stehen gekommen ist. Ich habe es überlebt und möchte aber das gerne mit euch teilen. Fangen wir doch mal an. Und? Wie wäre es mit Klick? Okay, Manuel? Ja. Nein?
Sollte das jetzt weitergehen? Ah, wo sind wir jetzt gelandet? Eins, zwei. Das will ich haben. So, also, wir sehen hier da drüben ganz bekanntes Gesicht. Inzwischen sieht er anders aus, der hat mehr getrunken. Wir sehen da drüben ein Ergebnis eines Workshops mit einer wirklich tollen Werbeagentur, sehr Startup- und gründerfreundlich aus München. Und was ist die Geschichte? Silvester 2009 auf 10, wir saßen zusammen mit Freunden. Der Freund von uns ist Profi-Tennistrainer. Er war selber mal Spieler und kennt Boris Becker von der Zeit. Wir waren zusammen im Daimler-Team. Und er hat mir gesagt, weißt du, wenn man Boris versucht anzurufen, ist total scheiße, weil der hat ständig eine neue Nummer. Man erreicht ihn nicht, weil letztlich immer die Nummer nicht mehr stimmt, unter der man ihn mal erreichen konnte. Da habe ich gesagt, ja warum? Er sagt, naja, Boris hat halt das Problem, der lernt viele Leute kennen und hier und da und dann rufen ihn halt immer mehr Leute an, mit denen er eigentlich gar nicht mehr sprechen will. Das heißt, er geht hin, ruft seinen Telefonprovider an und sagt, Leute, ich brauche eine neue Nummer, ich werde belästigt. Hört ihr mich nicht so gut? Das geht auch relativ einfach, so ein Telekom oder Vodafone, der kann innerhalb von weniger Zeit sozusagen die Telefonnummer ändern, das wird umgeschalten und dann ist man nicht mehr erreichbar unter der alten Nummer, sondern man ist erreichbar unter einer neuen Nummer. Das Problem ist, die Freunde, die wirklichen Freunde wissen ja nicht mehr, was die neue Nummer ist, das heißt, man fängt an, allen Freunden zu erzählen, wie die neue Nummer ist. Da habe ich zu meinem Kumpel da gesagt, also das ist ja total bescheuert, das geht ja wahrscheinlich nicht nur dem Boris Becker so, das geht wahrscheinlich jedem so, der irgendwo in der Öffentlichkeit steht und dessen Telefonnummer gerne von vielen Leuten gehabt wird. Also habe ich mal angefangen nachzudenken und mir überlegt, was kann man machen. Ich kam dann in der Tat zu einer Lösung und diese Lösung, jetzt versuchen wir das hier nochmal. Irgendwie ist das nicht so gut hier. Diese Lösung zu diesem Problem funktioniert so, dass ich gesagt habe, okay, die einzigen, die wirklich verhindern können, dass ein Anruf durchgestellt wird aufs Telefon, ist natürlich der Telefondienstleister. Ja, Problem, jemand kennt deine Nummer, Nummer wird angerufen, Nummer kommt immer raus. Oder jemand unterdrückt seine Rufnummer, dann könnte man sagen, ja gut, ich nehme keine Telefonate an von Leuten, die die Rufnummer unterdrücken. Das Problem mit diesen Leuten, die so very important people sind, die unterdrücken alle die Rufnummer, weil wenn sie es nicht tun würden, würden ja alle Leute wieder ihre Rufnummer sehen, dann hätten sie wieder das Problem, dass alle sie zurückrufen können. Also, wir haben ein Problem, das gelöst werden muss. Ich habe mir aufgrund einer langjährigen Beschäftigung in dieser Branche überlegt, wie es geht. Es war eigentlich gar nicht so schwer. Im Prinzip sieht es so aus, die Lösung. Man hat sozusagen einen Filter, man kriegt ganz viele Telefonate rein, dann baut man einen Filter und idealerweise kommen nur ganz wenige raus, sodass die Person, die geschützt werden will, nur von den Leuten angerufen werden kann, von denen sie es auch wollen. Oder man könnte sagen, ich möchte zum Beispiel von meiner Schwiegermutter nur am Sonntag zwischen 9 und 10 Uhr morgens angerufen werden können. Also ich könnte Regelwerk einbauen, ich könnte sagen, ich verbinde das mit irgendwelchen Adressbüchern, mit irgendwelchen Social Media. Ich könnte das irgendwie sozusagen intelligent gestalten auf einer technischen Plattform. Also das ist alles noch easy, das hat funktioniert. Ich habe mir Leute gesucht, mit denen ich das zusammen machen konnte. Wir waren zum Schluss 3 Gründer. Jeder von uns hatte so 10, 15 Jahre Berufserfahrung in der Branche. Das heißt, wir waren noch nicht ganz blank. Wir haben das Thema technisch auch verifiziert mit Vodafone, mit Swisscom, mit großen Spielern. Wir haben es durchverhandelt. Und haben uns noch einen weiteren Gedanken gemacht zum Thema und haben gesagt, also eigentlich, wenn man das mal genau nimmt, ist ja so ein Telefon und ein Telefonbuch auf dem Telefon, eigentlich ist das ja so wie ein Mini-Social-Network. Ja? Also wenn ich 4 Leute habe und jeder hat ein Telefonbuch und die rufen sich untereinander an, dann ist das ja schon fast wie so Facebook. Ja? Ich kenne jemand und der kennt den auch. Das heißt, eigentlich kann man das irgendwo auch zusammen machen. Ne? Facebook, Telefonbuch. Also könnte man technologisch vielleicht noch mehr machen. Also habe ich mir gedacht, ich rufe mal den Patrick Leotard Vogt an. Das ist der Geschäftsführer von A Small World. Kennt das jemand? Ist so eine Art Edel-Facebook, ne? Also für Wannabe-Reiche, tatsächlich Reiche. Affluence, Kireos sind solche Luxus-Social-Networks. Ne? Kommst du nur rein mit Einladung? Habe ich die angerufen, habe gefragt, hey, habt ihr Bock zum Kooperieren? Das wäre doch total spannend. Ich habe hier eine Technologie, ich will telefonieren möglich machen, nur zwischen Leuten, die tatsächlich miteinander sprechen sollen und andere nicht. Fanden die auch alle cool. Also da gab es sehr positive Gespräche, da kamen wir vorwärts.
sodass wir uns peu à peu entwickelt haben in eine Richtung, die da hieß, okay, wow, da geht was, da können wir wirklich was machen mit denen. Und sowohl von Vodafone-Seite als auch von Swisscom-Seite, als auch von A1 Telekom-Seite, also die großen Telefonfirmen, als auch solche Plattformen, als auch viele Zulieferer, mit denen wir zusammen gesprochen haben. Wir brauchten einen Customer Service, wir haben mit einem Concierge Service verhandelt, die auch gesagt haben, sie würden gerne mitmachen. Alle sagten, hey, super geile Idee. Ich habe Leute angesprochen, die letztlich mit dieser Zielgruppe zu tun haben, also Agenten von Sportlern, von Politikern. Die haben auch gesagt, wow, das ist eine super Lösung. Also ich war frohen Mutes, habe gesagt, hey, alles eigentlich richtig, es müsste eigentlich funktionieren. So, und dann haben wir eine Marke entwickelt und jetzt haben wir hier doch einen kleinen Fuck-up. Der Film ist woanders. Ich suche nämlich einen kleinen Film, den ich gemacht habe. Aber ich finde ihn nicht. Also, dieser Rechner ist sehr, sehr langsam. Ich empfehle mal Umstieg auf ein Gerät, was tatsächlich funktioniert. Okay, whatever. Ich fange einfach an, mit den Fuck-Ups zu erzählen. Es ist auch egal, in welcher Reihenfolge das kommt. Also wir haben eine Luxusmarke entworfen. Wir haben eine Technologie entworfen. So, fangen wir mal mit der Technologie an. Unser erster Fuck-Up. Was war das Problem? Ich habe es gerade schon ausgeführt. Wir haben eine technologische Lösung gehabt, um in einem sogenannten Core-Network eines Telekom-Operators rumzupfuschen und einen Anruf abzufangen, bevor er zugestellt wird. Wir haben sozusagen innerhalb dieses Netzwerkes den Call geschnappt, haben ihn in den Filter reingesteckt, haben gesagt, darf, darf nicht und haben ihn weitergeleitet oder nicht. Ja, das ist schon mal technisch nicht so ganz trivial und vor allem rechtlich war das eine Fragestellung, darf man das überhaupt, in Deutschland darf man da vieles nicht, aber das durften wir tatsächlich machen. Das heißt, wir haben eine sogenannte Com-Control-Plattform gehabt. Wir brauchten ein MVNO-BSS, das ist letztlich der Zugang zu einem Telekom-Netzwerk. Wenn man sowas machen will, kostet 500.000 Euro dafür, dass man einen Stecker reinsteckt, dann hat man sozusagen die Plattform, mit der man Telefonkunden freischalten kann. Haben wir durchverhandelt gehabt, hätten wir machen können. Die Firma hieß übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt, technisch TMI International, Telco Mobile International, unter der wir das betrieben haben als Rechtsform, eine GmbH in Zürich in der Schweiz. Sehr empfehlenswert in der Schweiz zu gründen. Und wir hatten ein Social Network, wie schon gesagt, das mit uns zusammenarbeiten wollte, sodass wir Adressbücher, Kontaktinformationen verbinden konnten mit diesem Filter und auch mit diesem Netzwerk. Also technisch hatten wir hier eine ganz tolle, komplizierte Lösung und genau das war unser Fuck-up. Wir haben eine Lösung gehabt und ich sehe es hier an den Gesichtern. Was erzählt der da? Ja, genau das wollte ich jetzt erreichen. So ging es uns bei den Venture Capitalisten. Wir sind zu den Venture Capitalisten gegangen und haben gesagt, hey, wir haben was ganz Cooles. Ja, also wir haben Social Network, wir haben Call-Filter, wir können Call abfangen. Alles, was ich euch jetzt gesagt habe. Und die haben nur gesagt so, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Ja, ist zu technisch, verstehen wir nicht, tut uns leid und ist zu kompliziert. Also ich habe in der Tat diese Aussage gekriegt von fast allen Venture Capitalists. Und dann gab es noch die anderen Venture Capitalists, die haben mir was anderes gesagt. Ich war damit sogar beim Hightech-Gründerforum. Die haben mir was anderes gesagt. Die haben mir gesagt, das ist nicht technisch genug. Auch da lernt man was draus. Also, fuck up. Don't be too complex. Ja? Also, Complexity ist wirklich ein Problem. Gehen wir mal zum nächsten Thema. Wir haben uns ja überlegt, jetzt haben wir da eine technische Lösung. Die finden auch alle cool. Die sagen auch, das geht. Wir dürfen es machen. Wir haben rechtlich die Möglichkeit, es zu tun. Was ist denn die Zielgruppe? Wir haben eine Zielgruppe, die ist Luxus, die ist VIP. Warum? Weil ich baue ja mehr sozusagen auf den Telekom-Operator drauf. Wenn ich mehr drauf baue, dann bin ich im Zweifelsfall teurer, weil ich mehr Service habe. Außerdem muss ich es mir einkaufen als Dritter, wird nicht billiger dadurch. Also haben wir gesagt, wir bauen eine Luxusmarke. Ja? Wir haben gewusst, mit Telekom Mobile International brauchst du nicht zu Boris Becker gehen und sagen, du, ich habe eine tolle Lösung, sondern wir mussten eine Luxusmarke bauen und diese Luxusmarke musste sich anfühlen wie Luxus. Und wir hatten, wie gesagt, diese wirklich tolle Agentur in München, die hieß ThreeView, die hat das mit uns gemacht und dann haben wir einfach mal eine Brand entworfen, die reinpasst in dieses Bild. Und es ist die Brand in der Mitte, sie heißt Parler, den Namen konnten wir sichern, patentieren, Namensrechte sichern und ich glaube, das haben die auch ganz gut gemacht von dieser Agentur, das wirkt in der Tat so, als würde es da reinpassen in diese Markenwelt, die da existiert. Und wir haben das dann auch vertestet natürlich und wir haben positives Feedback gekriegt. Die Leute haben gesagt, wow, geil, wirkt wie eine etablierte, alteingesessene Luxusmarke. So, und dann, ich hatte ja schon erwähnt, wir haben auch Concierge-Services dazu gehabt. Wir haben mit den Luxusherstellern von Telefonen gesprochen. Ja, also damals war das mit dem iPhone und Samsung noch nicht so groß. Ne? Das, wir reden von vor 7 Jahren.
Es gab in der Tat noch ganz viele normale Tastaturphones, ne? So ein Telefon kostet mal so 5.000 bis 10.000 Euro oder mehr, weil es Gold und Brillanten drauf und so. Und es gab Leute, die das gerne so hatten, weil die fanden das cool. Also haben wir gesagt, wir machen eine Luxusmarke, wir machen Concierge-Service, ja nicht so Customer Call, wo du anrufst, so was wollen sie, haben wir nicht, geht nicht, wollen sie nicht, sondern ein Service, der sagt, ja, gerne, ich komme zu Ihnen, ich bringe Ihnen ein neues Handy vorbei, wollen sie einen Blumenstrauß haben, soll ich ein Hotel buchen, wollen sie eine Reise haben. Ein richtiger, schöner Concierge, so wie man sich jetzt vorstellt. Alles perfekt, wir hatten einen super Concierge-Service an der Hand, alles durchverhandelt, einen Vertrag fertig, wir hatten die Provider von den Telefonen an der Hand, alles durchverhandelt, alles fertig, wir hatten die Marke, so. Und was war unser Fuck-up Nummer zwei? Das war die Geschichte mit den anderen Venture Capitalisten. Die haben gesagt, also technisch verstehen wir das, aber dieser Markt, der ist zu kompliziert. Weil das ist ja ein Luxusmarkt und da gibt es nicht so viele von und da haben wir dann Angst, dass das nicht funktioniert, was ihr da macht. Und dann habe ich halt so ein paar Zahlen aufgelegt, ne, das war ja alles erarbeitet, ne, da gibt es ja so schöne dann soziodemografische Darstellungen etc. pp. Ist schon Ende. Ich brauche noch eine Minute. Und Lesson learned war, wir haben uns mit der Zielgruppe eigentlich nicht verschätzt, das war schon richtig, aber Venture Capital sagt, diese Zielgruppe wollen wir nicht. Fuck up 3, wir wollten es in Deutschland, Österreich und Schweiz machen, das heißt, wir haben es in drei Ländern gemacht, weil wir gesagt haben, alle Deutschsprachigen sind mehr von der Zielgruppe, war auch nicht gut. Und nochmal eine Slide weiter, oder auch nicht, oder auch nicht. Oder auch nicht. Das ist ein natürliches Ende. Ich habe gesagt, ich mag nicht mit Windows arbeiten. Egal, dann sage ich euch das einfach mal so. Das geht wirklich nicht, doch? Bei Windows dauert alles ein bisschen länger. Ist ja furchtbar. Wrap up. Komm, die letzte Lessons learned darf ich noch machen, ja? Also, Lessons learned. Complexity kills. Wir haben ein zu komplexes Produkt gehabt, technisch. Es war zwar erfolgreich durchverhandelt, es war verifiziert, wir hatten alles, was wir brauchen, alle haben gesagt, es geht, aber die Community hat es nicht verstanden, die Leute haben es nicht verstanden, die Venture Capitalists haben es nicht verstanden, deswegen haben sie uns kein Geld gegeben. Ja? Außerdem, das Thema Luxus war auch zu kompliziert, hat auch keiner verstanden. Also, Complexity kills. Ja? Keep it simple and stupid for ADHS-Leute. Ja? Leute ohne Aufmerksamkeit, ist so, ja? So. Zweitens, wichtiges Lesson learned, deswegen muss ich noch sagen, VCs are Lemmings. Ja? It's all about timing. Alle VCs laufen in dieselbe Richtung. Alle springen über dieselbe Klippe. Wenn ihr das falsche Thema zur falschen Zeit habt, passiert gar nichts. Ihr kriegt kein Geld. Wenn ihr das richtige Thema zur richtigen Zeit habt, ist es fast egal, wie gut ihr seid. Ihr könnt eine gute Chance haben, das Geld zu bekommen. Also it's all about timing. Zur richtigen Zeit, das richtige Thema mit Venture Capital. Und you exist only once. Also das haben wir sicherlich auch falsch gemacht. Man kann sich brutal verzetteln mit sowas. Wir haben anderthalb Jahre da reingesteckt und das wirklich sehr, sehr gründlich ausgearbeitet. Aber wir hätten uns wahrscheinlich viel sparen können, wenn wir vorzeitig gecheckt haben, kriegen wir von irgendjemand Geld. Dann hätten wir wahrscheinlich einfach nur ein halbes Jahr gebraucht, einen Haufen Geld und Zeit gespart, aber vielleicht nicht so viel Spaß gehabt. Lesson learned, hat viel Spaß gemacht. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt, ich habe viele, viele Firmen kennengelernt. Ich darf hier oben stehen und ich kann euch hoffentlich was weitergeben und ich habe was davon gelernt. Also, tschö, danke. Okay, bleib ja stehen. Es gibt bestimmt noch Dutzende Fragen, die ihr jetzt habt. Stellt sie, Hand hoch, ich komme rüber. Noch bin ich on stage. Ja. Hi, ich habe eine Frage zu dem Fuck-up Nummer 3, glaube ich. Wieso war das ein Fehler, Deutschland, Österreich und Schweiz als Markt sich auszusuchen? Weil aus Sicht der Venture-Capital-Geber du damit die Komplexität nochmal erhöhst. Weil du in drei Ländern sozusagen Vertrieb machen musst mit einem Produkt, was du momentan damals noch nicht in drei Ländern verkaufen durftest. Darfst du immer noch nicht. Telefonie, das heißt, wir hätten drei Legal Instances gebraucht, wir hätten in drei Ländern Werbung machen müssen, wir hätten in drei Ländern einen eigenen Customer Support und eigene Rückgaberechte etc. 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 haben müssen. Das heißt, obwohl es von der Marktgröße her attraktiv gewesen wäre und wenn die EU tatsächlich ein einheitlicher Wirtschaftsraum wäre für alle Dienstleistungen, dann hätte es auch Sinn gemacht. Aber sind wir nicht. Und deswegen wäre es besser gewesen, wir hätten es nur in einem Land gemacht. Vielleicht auch nicht in Deutschland, vielleicht wäre es in Russland besser gelaufen. Ist so. Sind die Leute auch sehr affin für Geld und für VIPs. Nicht wahr, Ivan? Hattet ihr keine Sorgen vor Copycats? Weil, hattet ihr keine Sorgen vor Copycats? Ja, Copycats sind egal. Also das muss ich jedem Gründer sagen. Es ist scheißegal, ob deine Idee gekopiert werden kann. Wenn sie gekopiert werden kann und du sie immer in deiner Schachtel behältst, dann
wird sie irgendwann da drin verschimmeln, ne? Oder jemand anderer macht sowieso. Also ja, jeder kann das kopieren, der versteht, wie es technisch geht und es durchverhandeln kann. Als ich angefangen habe und den ersten Leuten aus meinem beruflichen Netzwerk erzählt habe, ja, wie gesagt, Telekom im Hintergrund, haben die gesagt, nie im Leben kriegst du auch nur die Tür auf, damit irgendeiner mit dir spricht über das Thema bei den großen Mobilfunkern. Ne, weil so ein MVNO durchzuverhandeln, der technisch eingreift in das Netzwerk, das geht nicht. Das haben wir geschafft. Ja. Und das wäre die eigentliche Hürde für jeden anderen gewesen. Also ich hatte ein verdammt gutes Netzwerk, ich hatte verdammt gute technische Erfahrung und ich hatte ein gutes Gründerteam mit mir, die belegen konnten, dass wir wissen, was wir da tun. Und das wäre nicht so leicht zu kopieren gewesen, schon gar nicht sozusagen bei denselben Marken oder denselben Ländern. Ja. Aber man sollte nie Angst haben vor Copycats. Man muss nur schneller sein als die anderen. Dann ist ein Copycat kein Problem. Ich habe noch eine Frage hier vorne. Ja. Einer Fuck-up ist ja Complexity Kills. Ja. Das Produkt finde ich eigentlich ziemlich gut. Die Nachfrage muss ja auch da sein. Ja. Du hast es heute wieder ganz kompliziert erklärt. Wie würdest du es denn erklären, wenn du es einfach erklären willst? Stell dir vor, du wirst von Leuten nicht angerufen werden und ich habe die Lösung dafür, dass du das verhindern kannst. So kann man es auch versuchen eigentlich nochmal, oder nicht? Ja, so haben wir das schon auch versucht. Aber wenn du natürlich dann beim VC bist, dann will der schon auch sehen, was du da tust. Und die hatten nicht Angst vor diesem ersten Spruch, den haben wir damals schon so gebracht, sondern die hatten Angst vor dem, was technisch an Abhängigkeiten da war. Abhängigkeit von einem Operator, Abhängigkeit von zusätzlichen Dienstleistern außenrum, Abhängigkeit von Regulation, Abhängigkeit von einem Concierge und einem Luxusmarke, Das war alles denen zu viel. Es war einfach als Produkt zu komplex, sodass du sowas vielleicht eher als eine Ausgründung aus einer Telekom machen kannst, wo halt einfach der Herr Höttges sagt, hey, finde ich geil, ich gebe dir 1 Million und eben nicht als Startup. Also wenn du ein Startup mit VC machen willst, musst du irgendwas machen, was handhabbar ist. Und das war nicht handhabbar für uns alleine, ohne einen richtig dicken Business Angel oder einen strategischen Investor. Hi, hallo ja. Ah, hi. Ich habe nur eine Frage, warum hast du das dann eventuell nicht einfacher versucht zu erklären? Es gibt ja so durchaus Startups, die das dann einfach erklären, sage ich mal, mit Videobeiträgen oder entsprechend, dass der Idiot von nebenan das auch versteht. Ja, ja, diese Sache mit den Explainer-Videos, die kamen dann ungefähr 3-4 Jahre später, leider. Sonst hätten wir das vielleicht gemacht. Aber geht ein bisschen zurück auf dieselbe Problematik. Ja. Also die Erklärung haben wir schon rübergebracht in der Erstrunde sozusagen. Ja, die Leute wurden auf uns aufmerksam. Aber als sie dann gesehen haben, wie komplex das sozusagen vom Aufbau ist und dass wir da eine echte Firma bauen und eben nicht was in der Garage mit 3 Jungs, die programmieren, sondern da reden wir halt von einer Firma, die relativ früh 20, 30 Mitarbeiter gebraucht hätte. Das war den VCs zu viel. Damals zumindest. Also eine der Aussagen, die wir zum Beispiel auch gekriegt haben, deswegen auch die Sache mit dem Timing, haben gesagt, aber wir haben alle gerade in MVNOs investiert und die sind alle nicht so toll geworden. Und dann war unsere Antwort, ja, das stimmt, aber ihr habt lauter Aldi-Talks und sowas gemacht, die alle auf den Billigpreis versuchen zu verkaufen und da kann man halt nicht so viel Geld verdienen. Wir machen ja das Gegenteil, wir machen ja ein Add-on, also ein Cost Plus und eine Skimming-Strategie, also letztlich hochpreisig. Das heißt, bei uns ist das mit dem Geldverdienen vielleicht auch spannender. Ne? Und dann, das ist jetzt zurzeit nicht in, wir machen jetzt gerade das. Lemmings, ne? Da ist die Klippe. Hi, 2 Fragen. Und zwar zu Punkt 1. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, war ja eigentlich das Problem, das Komplexitätsproblem, die Community, die ihr aufbauen wolltet. Also, dass ihr nie zum Proof of Concept gekommen seid, weil niemand diese Mobile-Community verstanden hat. Hm. Aber die Technologie, die ihr am Anfang hattet, diese Inbound-Technologie, hat ihr nie die Idee, das mal irgendwann wieder zurückzustutzen und aus dieser Technologie heraus was zu machen, entweder lizenziert zu verkaufen oder personalisiert zu entwickeln, also ohne diesen Community-Gedanken? Ja, also die Community hätten wir nicht bauen müssen, weil wir hatten ja eben diese Partner, diese Netzwerkpartner, die sowieso schon ihre Communities hatten. Wir hätten uns da sozusagen angeflanscht an bestehende. Das wäre technisch möglich gewesen, aber dennoch stimmt deine Frage. Wir hatten uns überlegt, ob wir den Parler-Namen, Markennamen einfach fallen lassen, sagen nice try, und haben dann versucht, als Telco Mobile zu verkaufen. Ich bin zum Beispiel zu Xing gegangen, zur Geschäftsführung, habe gesagt, Leute, stellt euch mal vor, ihr könntet euren Kunden anbieten, dass die miteinander einfach durch einen Klick aufs Bild telefonieren. Ich kann das für euch machen, ja, so für Outbound Calls, Inbound Calls, whatever. Ich finde die Idee heute noch geil. Haben sie bis heute nicht, war ihnen zu kompliziert, wir haben ein bisschen geredet.
Aber auch die hatten da sozusagen irgendwelche Hemmschwellen und war dann im Nachhinein nicht klar. Irgendwann hat die Geschäftsführung gewechselt. Zurzeit ging eine Umfrage um, was man gut findet, was nicht. Vielleicht hätten sie es mal probieren sollen. Also ich glaube, es macht immer noch eine Menge Sinn. Ich glaube immer noch an diese Kernidee, dass wir alle in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine Zeit erleben werden, wo letztlich das Thema Social Network identisch sein wird mit dem Thema Kommunikation. Und wir werden wahrscheinlich auf dem iPad oder iPhone nur noch auf das Bild von Leuten in unserem Social Network App draufdrücken und dann wird irgendeine Art von Kommunikationskanal aufgehen. Weil wer hat schon Bock, im Adressbuch nach einer Telefonnummer zu suchen und dann erst zu wählen, wenn ich sage, das Gesicht will ich haben jetzt. Ja? Und das wird kommen, da habe ich keinen Zweifel. Wir haben es versucht an verschiedenen Ecken, wir haben dann auch versucht, letztlich das Ganze nur als eine Technikplattform weiter zu vermarkten an Telekoms und so weiter und so fort, aber didn't work. Okay, und die zweite Frage, ganz simpel, du hast gesagt, es ist besser in der Schweiz zu gründen, warum? Weil du in der Schweiz aufs Handelsregisteramt gehst und die sagen zu dir, ja grüß Gott, kann ich Ihnen helfen? Und dann denkst du bist falsch, weil wenn du das hier mal versuchst, hier ist das anders. Und dann hast du innerhalb von 2 Stunden sozusagen alles, was du brauchst. Und dann gehst du zum Notar und sagt, ja grüße, ich helfe Ihnen gerne bei der Vertragsgestaltung, nicht wahr? Und dann macht er dir deine Fehler raus aus deinem GmbH-Vertrag und das kostet alles nichts und er bemüht sich richtig und sorgt dafür, dass du das korrekt machst. Nicht? Ich bin ein Beamter von dem Staat Schweiz, nicht? Ich mache das so, dass das passt. So, und hier bist du einfach in einem anderen Prozess. Der dauert ein paar Wochen, der kostet relativ viel Geld und im Zweifelsfall musst du warten, wie der Richter gerade Lust und Zeit hat, dich irgendwo einzutragen im Handelsregister. Das ist gigantisch anders. Ja? Und auch die Steuerbehörden in der Schweiz, die sagen halt, ja, wir wollen ja, dass sie erfolgreich sind, nicht? Deswegen schauen wir jetzt erstmal, dass sie erfolgreich sind, bevor wir ihnen da irgendwie Ärger machen. Ne? Und wenn, dann finden wir schon eine Lösung. Ne? Ich versuche das hier mal. Ne? Bonn-Außenstadt ist anders. Okay, eine letzte Frage. Oder auch nicht? Auch gut. Gut, dann. Vielen Dank, lieber André. Vielen Dank. So. Nein. Was? Ich bin noch da, ja? Letzte Frage. Ja, natürlich wächst du, weil, ich sag mal gut, grundsätzlich bin ich vielleicht schon jemand, der nicht unbedingt umfällt und liegen bleibt, aber auch das war natürlich ein Tiefschlag. Ja? Also meine Frau fand das nicht so toll, dass ich da einen Kleinwagen versenkt habe und 1,5 Jahre lang nicht Geld nach Hause gebracht habe, sondern Geld ausgegeben habe. Es war insgesamt natürlich schon ein Scheitern im Sinne von gut, Zeit, Geld weg. Ja? Auch in Deutschland immer noch was, hast versucht, hast nicht geklappt. Aber für mich war es eigentlich nur eine Bestätigung dessen, dass man es machen muss. Weil ich habe für mich wahnsinnig viel gelernt. Ich habe mein Netzwerk weiter ausgebaut. Ich habe eine super tolle Zeit gehabt, in der ich spannende Sachen gemacht habe. Und so würde ich es auch wieder machen. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Man kann eigentlich nicht scheitern, wenn man was versucht. Man kann nur scheitern, wenn man es nicht versucht. Das ist meine feste Überzeugung. Leute, die sich nicht trauen, ihr Leben zu leben, sind gescheitert. Leute, die irgendwas machen, woran sie glauben, sind cool und haben Erfolg und können glücklich werden. Okay, vielen lieben Dank. Der nächste Vortragende ist Konstantin Gröger. Und ich möchte, dass Konstantin jetzt erstmal einen Sonderapplaus erhält, weil ohne seinen Laptop hier würde hier gar nichts funktionieren. Danke, Johannes, erstmal. Ja, das ist mein Notlaptop. André, entschuldige, ja, dass er so langsam ist. Der ist mir letztes Jahr fast gestorben, der Display hat nicht mehr funktioniert, aber nach ein halbes Jahr später hat er auf einmal wieder funktioniert. Das ist mein Lieblingslaptop, Entschuldigung. Erstmal ein Riesenapplaus für meinen Vorsprecher, hat einen super Part gemacht, würde ich sagen. Ja, ich möchte mich auch ganz kurz vorstellen. Meine Mama hat mir beigebracht, wenn ich von Menschen spreche, soll ich ganz kurz meinen Namen erwähnen. Mein Name ist Konstantin Kröger, bin 27 Jahre jung, komme aus dem schönen Bad Honnef am Rhein. Komme aus einer Unternehmerfamilie, sollte immer das mittelständische Unternehmen von meinem Vater beerben, was nicht so schlecht ist, aber wo ich jung war, hatte ich ein bisschen andere Sachen im Kopf. Und habe dann mein Fachabitur gemacht, habe danach gedacht, okay, diese ganze Bildung, das brauche ich eigentlich nicht. Habe dann meinen eigenen Weg gefunden, habe keine Ausbildung gemacht, kein Studium. Das ist das erste Mal, dass ich im Hörsaal bin in meinem Leben und dann vorne, ist auch nicht so schlecht. Und mit der ersten Folie möchte ich Ihnen eigentlich nur sagen, egal was Sie machen, der André hat es eben schon richtig gesagt, einfach machen, man kann nur lernen.
Scheitern kann man eigentlich nicht, auch wenn wir hier heute über Scheitern sprechen. Ich möchte ganz kurz erzählen, wie es bei mir war. Ich habe einen guten Freund, der ist schon ein paar Jahre älter, ich glaube 42 ist er. Und er hat einen guten Freund, der hat ihn angesprochen und hat gesagt, Mensch Tobi, ich habe da ein Video produziert für eine Firma aus der Schweiz. Imagefilm. Der Typ, der produziert Apps für Unternehmen. Und nachdem ich das produziert habe, hat er mich gefragt, willst du nicht das für Deutschland machen mit dem System? PS, das System kam aus Amerika. Und der André, ein anderer André, hat halt den Tobi, meinen Freund, gefragt, hey, willst du nicht vertrieblich da mitmachen? Der Tobi hat mich gefragt, weil ich bin Vertriebler, ich kann nichts anderes, hat gesagt, ja Mensch, Konstantin, meinst du, wir können Kunden gewinnen? Einfach Business-Apps für Hotels oder Immobilienmakler oder wie auch immer. Habe ich gesagt, alles klar. Also, wir haben nicht ganz neu gegründet, sondern wir haben uns einfach eingekauft und dann neu gegründet. Und haben dann letztendlich das Unternehmen wie Promedia ins Leben gerufen und haben Apps programmiert für, ja, für alles Mögliche. Das heißt, wir hatten zum Beispiel das Hotel Budasand auf Sylt, 5-Sterne-Hotel. Wir sind ja hier in der Bonner Region, Otto Meiklersee hinten in Köln haben wir eine Service-App für gemacht. Club Diamonds haben wir eine Service-App für gemacht. Und irgendwann waren wir halt in dem Bereich drin, dass wir, oder stopp, bevor ich das erzähle, wir haben zu lange gebraucht. Wir hatten alles stehen, ein geiles Konzept. Und dann sitzt man da als Gründer in einem tollen Büro und denkt sich, boah, geil, ja, jetzt hier, geiles Produkt, schön kostet 1.500. Wir haben aber die ganzen Arbeiter bezahlt. Der Grafiker hat 4.000 gekostet, der hat 4.000 gekostet, wie auch immer. Wir hatten Kosten am Arsch und saßen da und haben zwar telefoniert und wollten den Leuten was verkaufen. Ja, das hat sich nur gezogen um 1,5 Jahre. Und irgendwann habe ich gesagt, Jungs, seid ihr denn doof? Wir sitzen noch eh hier, so eine App zu programmieren, den Grafiker bezahlen wir, ob der in der Nase popelt oder Grafiken erstellt, ist das Gleiche. Wir zahlen fürs Gleiche. Also habe ich gesagt, wir müssen die Preise runter machen. Das war der größte Fuck-up. Wir haben einfach viel zu lange gebraucht. Und das ist mein erster Tipp für alle Gründer. Ich habe gerade noch einen Freund, der hat auch eine Softwarefirma gegründet, der sitzt da und denkt, geil, jetzt gewinne ich Kunden. Der könnte umsonst irgendjemand was machen, um einfach das Ding ein bisschen aufzubauschen. Wir haben das dann relativ gut geschafft, haben auch vertrieblich, wir konnten Vertrieb ohne Ende. Wir haben dann einen Ableger gegründet in Holland. Business Vipromedia NL. Die Firma gibt es immer noch, uns nicht mehr. Heißt nur anders jetzt. War alles total toll. Dann haben wir uns auf den Immobilienbereich konzentriert. Haben gesagt, okay, der Immobilienmakler, der hat ja, die Immobilienmakler haben Immobilien-Scout groß gemacht. Also die ganzen Portale, wo wir heutzutage gucken. Früher hat das nichts gekostet. Heutzutage saugen die Immobilienmakler aus. Und wir haben uns gesagt, okay, da haben wir doch eine geile Lösung. Wir geben dem Immobilienmakler einfach seine eigene App. Weil wenn ich jetzt mit Ihnen heute ein Haus angucken würde und Ihnen wird das nicht gefallen, dann sagen Sie mir das, dann sage ich, hey, hör mal, ich habe eine eigene App, da kommen die Immobilien 2 Wochen, bevor sie überhaupt im Internet drin sind, rein. Exklusiv, mega. Ja? Und so haben wir uns dann durch einen Programmierer, der in der Firma war, haben wir uns in die Schnittstellen von Immobiliensoftwareherstellern eingezeckt oder wie auch immer und konnten so dann in alle Kanäle teilen. Das lief ganz gut. Wir haben OnOffice gewonnen, einer der größten Softwarehersteller für die Immobilienbranche. Wir haben Amag 21, größtes Franchise gewonnen. Wir haben Abaco, DIV, das zweitgrößte Franchise für Immobilienmakler gewonnen. Und dann haben wir die Sparkassenimmobilien gewonnen. Mega, geil, wir alle, jeha! Haben wir gewonnen, aber nur die Sparkassenimmobilien Münster. Das heißt, in Deutschland ist alles aufgeteilt. Wir haben Sparkassenimmobilien Bonn-Köln, wir haben Sparkassenimmobilien Dortmund. Und das, was unser Konzept eigentlich war, waren monatliche Einnahmen. Das heißt, wir hatten schon passives Einkommen von ungefähr 6.000 Euro bei gerade mal 50 Apps. Können Sie sich vorstellen, eine Sparkasse hat jeden Monat 249 Euro Servicegebühr gezahlt. Hier ist ja jetzt keiner von der Sparkasse. Uns hat das vielleicht 24 gekostet. Ja, also das war ganz nett. Wir haben natürlich den Chef von der, den Herr Alt, so hieß er damals, heutzutage mag er mich glaube ich nicht mehr, haben wir ins Boot geholt, haben gesagt, Mensch Herr Alt, wenn Sie das promoten, beteiligen wir Sie daran. Er so, ja mache ich. Ja, dann war das Problem, auf einmal war der Programmierer weg. Ich und Tobi, nur Vertriebler,
Der Geschäftsführer, bei dem wir uns eingekauft haben, war der technische Geschäftsführer, hat gekündigt, wir haben zu viele Aufträge rangeholt. Ja, dann war der Programmierer weg und wir hatten eine Partnerfirma, weil wir hatten keinen Bock auf Homepages. Homepage erstellen, total nervig, ist nicht cool, fanden wir. Und da haben wir gedacht, okay, das geben wir einer anderen Firma, weil verkaufen können wir das ja. App, Homepage etc. pp. Und der Herr, der bei der anderen Firma war, der war auch ein ganz guter, glaube ich, nur der hat dann unsere Apps gepflegt. Ja, unsere tolle Schnittstelle, die wir dann am Ende für 10.000 Euro verkauft haben. Und jeden Morgen rief mich der Herr Alt an, so um Viertel nach neun. Ha, Herr Krüger, schön, dass wir uns heute sprechen. Mensch, meine Auszubildende, die hat gerade die App mit der Homepage verglichen und da ist wieder ein Fehler drin. Wir hatten 1% Fehlerquote in dieser Schnittstelle. Nur wir verstehen nichts vom Programmieren. Haben wir gedacht, alles klar, dann fragen wir doch den netten Herrn. Ja, Mensch, kannst du das nicht für uns managen? Und ich hoffe, wir sind jetzt keine Programmierer im Raum. Von denen habe ich immer nur gehört, ja, morgen. Morgen ist fertig. Am nächsten Tag und? Ja, morgen ist fertig. Schrecklich. Jeden Morgen hatte ich einen Anruf vom Herrn Alt. Irgendwas hat nicht funktioniert. Wir hatten schon Termine bei Sparkasse Köln-Bonn, in Dortmund, Paderborn. Es war alles super. Wir waren schon so weit, dass Immobilienmakler angerufen haben bei uns. Der größte Immobilienmakler aus Bonn, aus Berlin, werde ich nie vergessen. 3 Wochen bevor wir die Firma geschlossen haben, ruft er einfach bei uns im Home an und sagt so, Mensch, ich habe Ihre Apps gesehen, ist ja der absolute Hammer. Was kosten die? Ja, 15.000. Ja, machen Sie Auftragsbestätigung, fertig. Wir waren an diesem Punkt, sorry, dass ich das jetzt sage, wir waren an diesem fucking Punkt, wo es eigentlich fast egal gewesen wäre. Ja gut, Fehlerquelle. Unser eigenes Grabschaufeln war keine Option. Haben wir gedacht, okay, wir suchen jemanden, der das Ganze versteht. Jetzt war der Programmierer, der bei uns war, hatte seine eigene Programmiersprache. Andere Programmierer haben andere Programmiersprachen. Ich verstehe von nichts. Ja, wir haben das einfach mal einem Programmierer gegeben. Der hat sich das angeguckt, meinte, ah ja, ich lese mir das gern mal durch. Diese 15.000 Seiten oder was das waren. Und das kostet dann erstmal Summe X und dann überlege ich mir, ob ich das überhaupt machen kann. Und wir so, ja super, ist blöd. Jetzt hatten wir uns selber natürlich eine Situation geschaffen, die nicht so toll war. Wir waren 4 Gesellschafter. Ja? Natürlich der Geschäftsführer, der Technische, der gekündigt hat, hat natürlich seine Anteile behalten. Und jetzt sitzen sie da mit 2, die investieren wollen, 2, die nicht investieren wollen. Und ja, das ist eine blöde Situation. Wollen Sie jetzt die Kohle in die Hand nehmen, damit der andere nachher an diesen geilen Sachen profitiert? Nee, wollen Sie nicht. Und so haben wir gesagt, im Dezember, wann war es, glaube ich, 14, haben wir gesagt, wir lassen es einfach platzen. Scheiß drauf. Ja, natürlich, wir haben sehr viel gelernt, wenn Sie mal eine Insolvenz machen, Mitarbeiter haben, ist immer sehr angenehm, die Sozialkassen, Herr Knoblauch war jeden Tag bei uns zu Besuch, hat mal geguckt, wie es läuft, aber ich habe super viel gelernt, ich bin auch erst 27 Jahre jung, ich bin sehr dankbar dafür und zusammenfassend möchte ich noch 1, 2 Sachen sagen. Lasst euch von niemandem unterkriegen. Das ist das Wichtigste für mich. Einfach machen und durchziehen. Wie viele über uns gelacht haben und wie viele eigentlich immer noch darüber lachen. Aber was wir geschaffen haben, ist einfach genial gewesen. Und time to invest, das heißt, setzt eure Zeit ein. André hat es gerade gesagt, er hat die Frau 1,5 Jahre kein Geld mit nach Hause gebracht. Ist nicht so angenehm, kann ich mir auch vorstellen. Nur ausgegeben. Aber setzt eure Zeit ein. Wir saßen teilweise im Büro. Der Grafiker hat nichts gemacht, wir hätten ihn einfach beschäftigen müssen. Und ich rede jetzt von Mediensachen, wo man sowas programmieren kann. Schenkt den ersten 2, 3 Kunden was. Sieht auch besser aus, wenn ihr ein paar Kunden habt. Ja, das ist einfach so. Und auf das Ganze sind wir letztendlich sehr, sehr spät gekommen. Und das ist das Wichtigste, ich schaffe, was ich will, einfach auf die Fahne schreiben, dann läuft das. Ich bin, glaube ich, super in der Zeit, bin jetzt auch zu Ende. Ich wünsche allen, die gründen wollen, all the best. Und einfach machen. Just do it. Danke. Eine Punktlandung, Wahnsinn. Also, du hättest noch 10 Sekunden, wenn du noch was sagen möchtest. Ansonsten, Respekt, dass ihr bei dem Wetter hier seid. Ich renne. Ah.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das ja wahrscheinlich heute immer noch eine geile Idee ist. Und hätte es vielleicht funktioniert, oder so habe ich das jetzt zumindest verstanden, oder das ist die Frage, habe ich das richtig verstanden, es hätte funktioniert, hättet ihr, sage ich mal, irgendwo einen Batzen Geld rumliegen gehabt und ihr hättet ordentlich in Entwicklung investieren können und ihr habt so quasi immer peu à peu, so wie es reinkam, quasi aus eurer eigenen Kraft das versucht zu stemmen und das war leider nicht genug. So habe ich das jetzt so grob verstanden. Okay. Es war halt so, wir haben gestartet und haben dann einfach 1,5 Jahre, sage ich, ja, wir haben zu wenig Apps in App Store gebracht, wir haben zu viel Zeit vergeudet und wir haben unser Geld ausgegeben für jeden Monat die Fixkosten, die wir hatten. Und ich war damals in Köln und habe vom Kölner Büro nur Vertrieb gemacht. Und der Tobi war oben in Coesfeld, wo der ja Hauptsitz der Firma war. Und ich habe nur den Vertrieb gesehen, ich habe mir das System nicht angeguckt. Und wo ich oben in der Firma war und das System gesehen habe, habe ich gedacht, das kann man doch ganz einfach. Da habe ich einen Freund angerufen und habe gesagt, Mensch, du hast doch einen Kaffee, so ein Bistro. Sagt er, ja. Sag ich, pass auf, ich mache dir eine App umsonst. Ist das in Ordnung? Er so, ja. Ich habe dafür Paste and Copy 3 Stunden gebraucht, der Grafiker 1 Stunde 2 geile Grafiken reingemacht. Kein Mensch hat mehr erkannt, dass das eigentlich ein Baukastensystem war. Und wir haben am Anfang einfach nur unsere Zeit verschwendet. Und am Ende, weil wir haben ja immer viel Geld schon hingelegt, am Ende stand halt die Entscheidung, okay, wollen wir jetzt nochmal brutal viel Geld draufpacken und wollen wir andere mitbeteiligen, die halt schon raus waren. Und die Idee auf die zweite Frage, die Idee vom Prinzip her ist immer noch gut, ich glaube aber nicht mehr, dass es so funktioniert. Nee. Dafür ist der App-Markt, ja, war zu neu. Also wo wir waren, war die richtige Zeit. Wäre es eine Idee, eine Lösung gewesen, den Grafiker online einzukaufen, also nur für einzelne Gewerke, um die Kosten zu drücken, um nicht so große, lange Laufzeitkosten zu haben? Weil nur die, also es war ein Baukastensystem und nur der Grafiker hat wirklich teilweise durch seine Grafik das so, ein Laie konnte nicht sehen, dass ein Baukastensystem hintersteht. Dafür brauchten wir den Grafiker, um das ziemlich zu verwischen. Und hätten wir jetzt nur über irgendwelche Fotolia oder sonst was irgendwas eingekauft, das, nee, ich glaube nicht dran. Aber ich weiß es nicht, vielleicht wäre es eine geile Idee gewesen. Okay. Wäre es besser gewesen, den Programmierer zu beteiligen? Ja. Hi, ich habe mir eine Frage und zwar, ich gehe es mir davon aus, so wie du aussiehst, dass du das auch weitermachst, dass du jetzt nicht aufgehört hast, irgendwelche neuen Sachen zu gründen oder zumindest Ideen hast, die du verwirklichen möchtest. Ist das nicht so, es gibt ja auch die Sachen einer Risikoanalyse oder einer Worst-Case-Analyse. Habt ihr das gemacht? Machst du das jetzt aufgrund dieser Erfahrung? Weiß ich was? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir damals mit Tobi, wir haben uns gesagt, wir gründen, ja, aber wir gehen nur noch auf Vertrieb. Sorry für den Ausdruck, scheiß auf Angestellte, wir wollen nicht das Risiko gehen, die ganzen, ja, weil wenn sie bei mir angestellt sind und ich kriege das mit der Firma nicht hin, ich habe Verantwortung. Und darauf hatten wir keinen Bock mehr, ich bin immer noch selbstständig, aber nur noch rein Vertrieb. Also ich mache nichts mehr anderes. Ich habe zwar jetzt auch über einen Partner Festangestellte, aber die sind bei dem angestellt, nicht bei mir, würde ich nicht mehr machen. Okay, aber so eine grundsätzliche Worst-Case-Analyse? Wir haben das Buch einfach geschlossen. Wir haben da so viel Liebe reingesteckt. Nee, ich meine für die Zukunft, nicht für die Vergangenheit. Ich weiß. Geschlossen, Zukunft. Ja, ja, ich verstehe Sie. Wir wollten das einfach, wir haben das... Okay. Ja, gut. Fragen? Ich liefere nach Hause. Ah, das war ein sehr guter Vortrag, der hat alle Fragen beantwortet, also offensichtlich. Ah, doch noch eine. Wieder so eine Frauenfrage. Hatten Sie große Existenzängste und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen? Nö. Ich sag mal so, hätte ich eine Familie mit Kindern, dann auf jeden Fall. Aber... Geld? Also... Also ich kann auch mit 700 Euro im Monat leben. Ist das eine Erfahrung, die Sie daraus... machen auch, konnten. Auch, ja.
definitiv. Aber warum wie der andere schon gesagt hat, da darf man nicht drüber nachdenken, weil das sind ja genau die Sachen, die einen aufhalten, die Schritte zu machen. Ja, wenn ich mir denke, oh Gott, jetzt muss ich das machen, oh Gott, wie kann ich das? Also ich mache mir über sowas keine Gedanken, weil das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd und vielleicht auch eingebildet an. Wenn Sie aber an Ihre Fähigkeiten glauben, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ja, das ist ärgerlich, aber man versucht ja eine Lösung zu finden. Ja, man versucht halt den Herr Alt immer schön auf die lange Bank zu drücken und ihm sagen, das wird schon. Ja, und natürlich irgendwann fängt man schon schwitzend an und denkt sich, boah, jetzt hat man das alles investiert. Aber was man da ja auch lernt, man muss es dann wieder von der positiven Seite sehen. Ja? Also so sehe ich das zumindest. Stay positive. Vielen Dank. Okay. Oder? Super. Dankeschön. Wer von euch hat nicht studiert, war noch nie an der Universität? Okay, euch erkläre ich mal kurz, wie das hierarchisch hier so aufgebaut ist. Es gibt Studenten, es gibt Professoren, Dekane, den Präsident und über allen steht der Hausmeister. Und der Hausmeister, der hat mir gerade gesagt, in einem sehr freundlichen Ton, keine Getränke hier drin. Deswegen, wir machen jetzt mal Pause, so 20 Minuten lang. Bitte nehmt alle Flaschen mit nach draußen, tauscht leere möglichst gegen volle, das gefällt mir persönlich, und bringt auf gar keinen Fall wieder Flaschen hier rein. Bis gleich.
Ja, und ich war über eine Stunde vorher da. Also ihr habt hier auch diesen Präsenter, müsst ihr halt aufpassen, dass es hier auf grün ist. Das hat André gerade das Problem gehabt, ja. Dass das hier nicht eingeschaltet war. Dann könnt ihr links, rechts machen oder halt einfach hier ganz normal. Ja. Du siehst, da bist du jetzt dann, kannst du einfach hier durchgehen und danach kommst du. Ja, okay. Kann ich mal kurz zu? Thank you.
Also ich bin hierher gekommen. Sogar strange, wenn ich da dazukomme. Ja, angekündigt warst du. Bist du. Ich zeig's dir einfach mal. Wir können auch gerne zusammen auf die Bühne. Ja, das sowieso. Du musst kurz weggucken. Dann machst du noch auf. Hier gibt's eine vielen Dankfolie. Ja, genau. Da habe ich im Flugzeug auch ein paar Notizen gemacht. Das sind genau so die Sachen drauf. Wie du magst, also ich kann es gerne machen, abrunden. Ich habe halt die Vorträge nicht angeboten. Also, war gut. Okay. Also André, der hat es auch in der Zeit überhaupt nicht geschafft. Hat nur die Hälfte irgendwie. Okay. Der Konstantin, der hat es echt auf den Punkt. Fast auf die Sekunde genau. Ach, krass, okay. Und hat auch gut vorgetragen. Ich dachte, aber nicht so viele Nachfragen bekommen. Ich weiß nicht, ob es sein mag, dass beim Dreh irgendwie alles so unglaublich ist. kann auch sein, ne? Weiß nicht. Vielleicht war es auch einfach auf dem Punkt und gut. Und ich bin halt mal gespannt. Von Ralf weiß ich, der ist jetzt nicht die Bühnensau, Rampensau. Okay. Aber der hat Interessantes zu erzählen. Guck mal, was überbringt. Okay. Die Melanie ist Profi. Sie kommt am Schluss, das ist doch gut. Ja, also die Dramaturgie habe ich mir schon überlegt. Ich dachte eigentlich an sie. Leute erstmal in Schutz nehmen. Ja. Aber ist ja tatsächlich, ne, der Tipp, den die auch so geben, irgendwie so, guckt euch nochmal die Redner an, ob es gut ist und so weiter. Alles gut, genau. Vielen Dank.
danke auch echt, dass du die ganze Präsentation so gemacht hast. Und kein Ding. Wohl. Wir haben beide was gemacht. Ja, nee, das genau, würde ich trotzdem nicht negieren, aber was ein Getränk? Ich habe noch irgendwo ein Bier stehen, aber vielen Dank.
Hallo? Hallo? Schweigefuchs. So, zurück. Wir machen jetzt erstmal Taschenkontrolle. Wer hat heimlich Schnaps mit hier reingenommen? Oh je. Also, wir haben ja noch zwei wahnsinnig coole Vorträge vor uns. Ich darf das sagen, weil ich kenne die schon. Und der Erste, der jetzt nach der Pause die Ehre hat, euch Angetrunkenen was zu erzählen, ist Ralf Grundmann, der aus welchen Gründen auch immer gesagt, wie ich lernte, den Fuck-up zu lieben. Ich bin wahnsinnig gespannt, was Ralf zu erzählen hat. Ja, schönen guten Abend und auch von mir erst nochmal herzlich willkommen in die Runde. Ich bin der Ralf und möchte von vornherein mit offenen Karten spielen. Also ich habe nie Hunderttausende von Euro an Venture Capital verbrannt. Was ich gemacht habe, ist, glaube ich, für deutsche Verhältnisse relativ früh angefangen zu gründen. Und ich möchte euch heute durch eine Zeitreise durch meine Fuck-ups und durch meine Lektionen führen, die ich in den letzten 18 Jahren durchgemacht habe. Genau. 1999 war ein schönes Jahr. Internet war noch relativ frisch. Zweites Semester Medieninformatik an der FH Dortmund hat man sich relativ schnell mit Gleichgesinnten zusammengetan und wir hatten ein paar ganz gute Leute, wir waren zu fünft, Datenbank-Spezialisten, Programmierer, Konzepter, Designer und ich habe damals relativ gute Webseiten gemacht und wir wollten das einfach mal an KMUs verkaufen, wollten Shop-Systeme machen, wollten Webseiten verkaufen und ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern, wie oft ich geteert und gefedert bei irgendeinem KMU vom Hof gejagt wurde, bei dem Versuch, denen eine Webseite zu verkaufen. Wir waren sicherlich 6 Jahre zu früh mit der ganzen Geschichte, aber unser Hauptproblem war eigentlich, dass wir keine wirklichen Hierarchien haben. Wir waren alle Anfang 20, wir hatten alle irgendwie, oder wir dachten alle, wir sind jeder der Boss, keiner hat den anderen großartig machen lassen, Vertrauen gab es überhaupt nicht. Am Anfang wurde noch relativ konstruktiv kritisiert, zum Schluss wurde einfach nur noch runtergemacht und Ende vom Lied war eigentlich, ein Jahr später war die schöne Idee, die wir da hatten, mit der Gründung vorbei. Das ist eigentlich rückblickend der größte Fuck-up, den ich mir in meinem Leben geleistet habe. Ich bin 2003 eiskalt von der Dotcom-Blase erwischt worden, beziehungsweise vom Platzen selbiger und habe im deutschsprachigen Raum eigentlich überhaupt keinen Job mehr gefunden. Und den einzigen Job, den ich gefunden hatte, war im Norden von England, Chester, kennt vielleicht jemand. Ich habe für einen Finanzdienstleister-Startup dort gearbeitet und unweit von uns gab es den Money Supermarket. Kennt vielleicht jemand Money Supermarket? Der Name suggeriert, es ist ein Portal für Finanzdienstleistungen, für Versicherungen, Mobilfunk und so weiter. Sowas wie Check24. Und der Laden war 2003 schon extrem groß. Also die haben damals schon jenseits der 20 Millionen Pfund Jahresumsatz gemacht. Und ja, ein bisschen inspiriert dadurch, einfach mal sowas Ähnliches in Deutschland zu machen, sind wir hingegangen. Wir haben uns die Markenrechte und die Domain von Money Supermarket für Deutschland gegründet. Und das war echt eine Möglichkeit, eine super Idee auf dem Silbertablett. Man hätte es einfach nur noch machen müssen. Samba-Style, Brüder, Rocket-Internet-mäßig, klauen, in Deutschland aufbauen und dann an die eigentlichen Urheber verkaufen. Und die Idee war nett, aber wenn man so Mitte 20 ist, auch im neuen Land, dann gibt es halt viele Sachen, die sind einfach spannender. Also wir haben, weiß nicht, Pubs, Mädels, Clubs, Hunderennen, was man halt in England so macht, wenn man Mitte 20 ist. Und wie gesagt, wenn ich mich daran erinnere, ich ärgere mich heute immer noch schwarz darüber. Wir haben zum Schluss die Domain und auch die Markenrechte an Money Supermarket verkauft. Aber das war so schmerzhaft, einfach zu wissen, dass man locker das 50- oder 100-fache für das Ding bekommen hätte. Hätte man einfach wirklich mal 2 Jahre seines Lebens geopfert, hätte man sich einfach mal hingesetzt. Wir hatten einen Tagesjob, wirklich nach der Arbeit, am Wochenende einfach mal Urlaub opfern, mal für 2 Jahre. Dann hätte da sicher mehr draus
kommen können als das, was wir da bekommen haben zum Schluss. Genau, das war 2008, das war das Jahr das erste Jahr meiner Vollselbstständigkeit. Ich habe damals als Freelancer Online-Marketing verkauft. Also ich mache seit 2003 Suchmaschinenoptimierung und wir haben dann die Idee gehabt, zusammen mit meinem besten Freund, der ein sehr feiner Kerl und ein wahnsinnig guter Systemtechniker ist, hatten wir die Idee gehabt, lass uns mal was machen, lass uns mal ein bisschen Geld verdienen und ein bisschen inspiriert, auch durch dieses Vergleichsding von dem Money Supermarket, haben wir dann eine Nische identifiziert, die eigentlich sehr spannend war damals. Ich meine, Druckerpatronen kennt jeder, die haben extrem viel Marge, die Händler sowie die Hersteller. Und wir haben dann die Nische Druckerpatronen quasi identifiziert und ein Vergleichsportal für Druckerpatronen gemacht. Wir hatten, also der Prototyp war relativ schnell am Start, aber wir hatten drei massive Probleme. Das erste Problem war die Performance, also der Seitenaufbau, der hat teilweise bis zu 20 Sekunden gebraucht, das haben wir nicht in den Griff gekriegt. Die Datenqualität von den ganzen Händlern, die war unter aller Kanone, die mussten wir angleichen, das war so viel Arbeit. Und wir hatten zu viele Nullresultate bei ganz obskuren Druckermodellen. Und als wir diese ganzen Probleme irgendwann mal in den Griff bekommen haben, das war so ja, knapp 24 Monate später, da gab es schon zwei andere, die ein halbes Jahr früher in den Markt gegangen sind. Wir haben auch damit ein bisschen Geld verdient, aber es hat einfach viel zu lange gedauert. Und das, was ich von diesem Fuck-up gelernt habe, ist einfach schlicht und ergreifend gewesen, wenn ich für ein Webprojekt, eine App, länger als 6 bis 12 Monate brauche, um das mal zur halbwegs Marktreife zu bekommen, dann ist das zu lang. Also nicht für Projekte allgemein, so ein Tesla zu bauen dauert natürlich länger, keine Frage, aber für so ein Webprojekt und für eine App länger als 6 bis 12 Monate ist der absolute Killer gewesen. 2009 bis 2011, das waren die, bis 2011, das waren die harten Jahre. Das mit der Suchmaschinenoptimierung, mit dem ganzen Online-Marketing, das lief sehr gut. Ich habe relativ viel Geld verdient und habe besagten Freund, den ich gerade erwähnt habe, damit reingenommen, eigentlich mit der Idee, dass wir unsere eigenen Ideen verwirklichen. Wir haben dann noch einen Webdesigner dazu genommen und noch zwei Aushilfsprogrammierer und wir haben versucht, verschiedene digitale Produkte in den Markt zu drücken. Eins dieser Produkte waren zum Beispiel Premium WordPress Themes, die wir bei Theme Forest verkauft haben. Das ist ein Marktplatz für WordPress Themes und heute gibt es da knapp 35.000 Themes zu kaufen. Damals, als wir angefangen haben, gab es nur 5.000. Das heißt, da konnte man gutes Geld mit verdienen. Eine andere Idee auch, so ein Ableger von dieser Vergleichsseite. Wir haben ein Plugin geschrieben, mit dem jeder ohne HTML-Kenntnisse seine eigene Vergleichsseite auf WordPress-Basis bauen konnte. Und das war im Prinzip eine gute Idee, aber wir hatten nicht genug Kapital. Wir haben versucht, uns diese ganze Zeit selbst zu finanzieren. Das heißt, Online-Marketing hat gutes Geld verdient und hat quasi die Gehälter und alle Kosten von den Programmierern bezahlt, in der Hoffnung, dass es reicht und dass wir da wirklich mit durchstarten können. Das hat nicht funktioniert, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet. Es hat gereicht, um die Rechnungen zu bezahlen, aber sehr viel ist nicht übrig geblieben und es war eine sehr, sehr frustrierende Situation. Und was ich gelernt habe dort, ist, dass eine Selbstfinanzierung ohne einen Venture Capitalist oder ohne irgendwie einen reichen Papa, der einem da ein bisschen Geld auf den Tisch legt, um seine Ideen zu verwirklichen, das ist sehr, sehr hart. Das kann funktionieren, es gibt viele, viele Beispiele. Für uns hat es leider nicht funktioniert. 2012, das war für mich der Tiefpunkt. Wir hatten sehr, sehr viele Jahre Arbeit hinter uns. Wie gesagt, ich hatte, das Online-Marketing hat gutes Geld verdient und es ist aber eigentlich für uns oder für mich und meine Familie, für meine Frau nichts übrig geblieben. Ich habe sehr, sehr viele Sachen geopfert. 2009 ist meine Tochter geboren worden und ich habe die ersten 2 Jahre mehr oder weniger eigentlich komplett verpasst, weil ich nur vorm Rechner saß und versucht habe, die Rechnungen zu bezahlen. Und es wird immer viel darüber geredet, dass Gründer alles opfern müssen. Gründer müssen hart sein, sie müssen sich durchbeißen, sie müssen die Familie, die Freunde und auch die Gesundheit eigentlich hinter der Idee hinten dran stellen. Und
Das würde ich grundsätzlich würde ich das unterschreiben, aber die Frage ist, wann und wo ist die Schmerzgrenze erreicht, wo man sagt, okay, ich habe es versucht, es hat nicht funktioniert. Und diese Schmerzgrenze, die ist bestimmt für jeden anders. Ich will das auch nicht pauschalisieren, ich kann halt nur sagen, dass ich für mich nach 4, 5 Jahren permanent am Limit, 6 bis 7 Tage Arbeit, 14 Stunden am Tag, dann diese Grenze irgendwann erreicht hatte. Wie gesagt, ich habe von meiner Tochter nicht viel gehabt, von meiner Frau sowieso nicht, Familie und Freunde auch nicht wirklich gesehen. Nur das war an sich schon schlimm genug. Aber irgendwann kamen dann noch körperliche Probleme dazu. Ich bin einen Morgen aufgewacht und hatte wahnsinnige Schmerzen vom Knie bis in die Hüfte. Und ich dachte erst, hey, hast wahrscheinlich falsch gelegen, geht wieder weg. Aber das ging nicht wieder weg. Und dann bin ich zu den Ärzten gerannt und keiner konnte mir helfen. Zum Schluss war ich beim Neurologen und er sagte, nee, Grundmann, alles fein, du bist gesund. Aber es ging halt nicht, ich war nicht gesund. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen, die Schmerzen mit Schmerztabletten zu bekämpfen. Und das macht man halt 2, 3, 4 Monate. Und irgendwann kam für mich der Punkt, dann habe ich einfach geschaut und gesagt, es geht so nicht weiter. Habe die Jungs angerufen, habe den Jungs gesagt, Leute, es tut mir leid, aber ich bin raus, ich kann nicht mehr. Ihr könnt die Prototypen behalten, ihr könnt die Markenrechte, ihr könnt die Webseiten, ihr könnt die Ideen, ihr könnt alles behalten. Ich will nicht mehr, ich will einfach nur noch raus. Und aus so einer Nummer kommt man natürlich auch nicht über Nacht raus. Also es muss abgewickelt werden, da sind Anwälte im Spiel. Das macht nicht viel Spaß. Und auch nach so 2, 3 Wochen, 2 Monaten, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, ging es besser. Und nach nochmal 2, 3, 4 Wochen obendrauf konnte ich dann auch wieder schlafen. Und das vor allen Dingen schmerzfrei. Und das war eine sehr schöne Sache. Danach habe ich, hab ich alleine weitergemacht und habe als Freelancer weitergemacht und daraus dann eine kleine Agentur aufgebaut. Und seitdem läuft es eigentlich ganz gut. Seitdem haben sich die Fuck-Ups eigentlich in Grenzen gehalten. Zumindest nicht so viele Fuck-Ups, dass ich sie an dieser Stelle hier erwähnen möchte. Abschließend möchte ich noch vielleicht ein paar Tipps mitgeben, die ich aus meinen mittlerweile 18 Jahren, wo ich selbstständig oder wo ich seitdem ich das erste Mal gegründet habe, die ich gelernt habe. Wie gesagt, ich habe damals mit meinem besten Freund gegründet und die Freundschaft ist darüber zerbrochen, über diese Gründung. Nachdem ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will raus, haben wir nicht mehr miteinander geredet. Letztes Jahr haben wir uns auf einen Junggesellenabschied wieder getroffen, das erste Mal seit 5 Jahren wieder miteinander geredet. Und wir waren echt gute Freunde, wir kannten uns weit über 30 Jahre. Und die Lektion, die ich dabei gelernt habe, ich gründe nie wieder mit Freunden, weil das ist es nicht wert. Und ich mache auch nur bedingt Geschäfte mit Freunden, weil mit einem Geschäftspartner redet man halt auch immer anders als mit einem Freund. Wenn wir heute irgendein Projekt anfangen, dann sind wir sicher, dass das von vorne bis hinten durchkalkuliert ist, dass es finanziert werden kann und dass es vor allen Dingen auch in einer ordentlichen Zeit an den Markt gebracht werden kann. Und wenn wir das nicht schaffen, entweder können wir es ganz machen oder wir lassen es einfach. Auch eine wichtige Sache ist Vertrauen. Wir haben ein paar Angestellte, wir arbeiten mit vielen Freelancern zusammen und es ist einfach wichtig für mich seitdem, dass ich den Leuten vertraue. Macht euren Ding, wir haben euch ausgesucht, ihr seid genau dafür eingestellt worden, das zu machen. Und das Wichtige ist einfach, die Leute machen zu lassen. Kontrolle natürlich ist wichtig, aber die Leute sollen dann auch sich quasi selbst verwirklichen können und das machen, worauf sie angestellt worden sind. Und ich glaube, das Wichtigste, das hatte ich gerade auch schon mal gesagt, wenn wir heute ein Projekt machen im Bereich Web, wir machen halt nur im Bereich Online-Projekte, wenn wir das nicht schaffen, in 6 Monaten das wirklich fertig zu machen, dann lassen wir es einfach. Und genau, das war im Prinzip meine Geschichte. Habe ich die 10 Minuten überschritten, oder? Ach, kaum. So, Fragerunde. Wer möchte Ralf noch Fragen stellen? Aufwachen, hallo. Meldet euch. War das eine Meldung? Nein. Oh, Entschuldigung. Dass die Freundschaft kaputt gegangen ist, natürlich persönlich noch besser so. Ja, okay. Dass die Freundschaft kaputt gegangen ist, natürlich doof.
Also persönlich. Unternehmerisch, ich meine, kein anderer bringt wahrscheinlich so viel Herzblut mit, oder? Wie der beste Freund. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Also wir haben beide genauso viel gearbeitet, genauso gleich viel gearbeitet. Keiner hat sich irgendwie auf irgendwas ausgeruht. Das ist schon richtig. Also es hat Vor- und Nachteile, aber in meiner Situation oder in der Situation, die ich halt durchlebt habe, haben schlussendlich eigentlich die negativen Aspekte haben überwogen. Und es hätte auch ganz anders gehen können. Und es gibt bestimmt genug Beispiele, nur ich würde es halt nicht mehr machen. Ich würde das nicht nochmal riskieren, wirklich. Und, ja. Alles gut. Hätte das auch mit einem Freelancer, also wie es heute gemacht wird, funktionieren können? Hätte der so viel Engagement gebracht wie der beste Freund? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo der Freelancer sitzt. Wenn er irgendwo in Osteuropa sitzt und bezahlbar ist, dann wird er halt fürs Projekt bezahlt. Ob es die gleiche Qualität erreicht hätte, ob der wirklich genauso geschuftet hätte, das weiß ich nicht. Das hängt halt, klar, ein bisschen von der Spezifikation von dem Projekt ab und auch wie viel Geld man bereit war zu zahlen. Okay. Fragen? Antworten? Warum ist ja eigentlich eine ganze Reihe frei? Was ist denn hier los? Wie ist denn dein Freund dann mit deinem Ausstieg umgegangen? Also wie ging das weiter mit der Firma? Das war eine sehr schwierige Zeit. Also er hat irgendwo schon verstanden, warum ich das gemacht habe. Er hat auch gesehen, dass die Schmerzen wirklich kamen davon, dass man permanent am Limit war, und für ihn, er hat es irgendwie noch weggesteckt, keine Ahnung, vielleicht hat er stärkere Schmerzmittel gehabt als ich weiß es nicht, aber wie gesagt, also wir haben dann noch halbwegs einigermaßen gut die Firma abgewickelt, er hat auch weitergemacht mit dem Ding und er ist heute eigentlich auch relativ erfolgreich. Das ist so ein bisschen die bizarre Situation, in dem Moment, wo wir uns getrennt haben, sind wir eigentlich beide in unseren Bereichen erfolgreich geworden, aber wir haben es zusammen halt nicht geschafft. Und wie gesagt, wir haben 5 Jahre nicht miteinander gesprochen, haben uns beim sehr guten Freund auf dem Junggesellenabschied getroffen. Und nach dem dritten, vierten Bier, dann hat man da auch nochmal wieder drüber gesprochen. Und ich denke, man kann es kitten. Es wird nie wieder so werden, wie es früher war, aber wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Und der Zeitpunkt aufzuhören, war das auch rückblickend für dich der richtige Zeitpunkt? Ich hätte Jahre früher aufhören müssen. Also man hätte nicht zwingend aufhören müssen, aber man hätte Jahre früher schon mal eine Reißleine ziehen müssen und sagen, so wie wir das versuchen hier mit der Selbstfinanzierung, wir kommen hier auf keinen grünen Zweig. Entweder wir machen was anderes oder wir versuchen halt wirklich Wagniskapital zu bekommen. Aber das haben wir halt nicht gemacht. Hinterher ist man immer schlauer, aber wie gesagt, wäre ich in einer ähnlichen Situation, dann hätte man einfach vorher schon mal probieren müssen, irgendwas daran zu ändern, weil das hat sich schon eigentlich nach 2-3 Jahren abgezeichnet, dass man da nicht wirklich in der Form weiterkommt. Hallo, ja, du hast ja gesagt, dass du ja jetzt bei dem ersten Versuch ja ziemlich gescheitert bist, also da einen Fuck-off hattest, eben auch mit dem Abbruch des Freundes. Jetzt hast du aber trotzdem noch weiterhin entschlossen dich, dass du als Unternehmer weiter arbeiten willst, obwohl du so viele gesundheitliche Probleme auch hattest und Probleme auch hattest privater Art. Was hat dich dazu bewogen, trotz allem noch zu sagen, das Unternehmertum, das ist meins, das will ich weiter versuchen? Ich bin Gründer, ich kann nicht anders. Also das ist, wenn du einmal damit anfängst, aber wenn du einmal damit anfängst, wenn man einmal so die Flexibilität geschmeckt hat, wie das ist, sich selber seine Zeit einteilen zu können, das will man nicht mehr missen. Und wenn man das so wie ich da zu dem Zeitpunkt schon 4, 5, 6 Jahre gemacht hat, dann willst du nicht zu Kreuze kriechen bei irgendeinem Boss und sagen, ja du, ich war 5 Jahre selbstständig, hat nicht geklappt und kann ich dann irgendwie eine Sachbearbeiterposition, das machst du einfach nicht. Und ich hatte halt, nachdem ich aufgehört bin, ich hatte 3-4 Monate letzten Reserven aufgebraucht, also finanzieller Natur, wieder Energie getankt und dann 2013 ging es dann weiter und das hat gut funktioniert. Ja. Ja.
Ja, ich hab mich auf meine Kernkompetenzen konzentriert. Ich habe jetzt nicht das gemacht, was vielleicht funktionieren könnte, sondern ich habe halt das gemacht, was ich wusste, definitiv, oder was ich halt weiß, was ich gut kann, wo ich viel Erfahrung hatte, wo ich auch viele Kontakte hatte, und in die Nische bin ich dann ja weiter rein und habe halt dort weitergemacht. Kurze Frage. Also du hattest ja gesagt, dass du in der Situation warst, wo das für dich komplett am Limit war, und dann hast du ja quasi den Schleudersitz betätigt und sagst, ich bin raus, verlasse hier das Schiff. War das jemals für dich eine Option, da irgendwie auch früher mit deinen Geschäftspartnern drüber zu reden und irgendwie dich quasi zurückzuziehen, ohne komplett auszusteigen? Oder war da an dem Punkt für dich klar, okay, das geht auf gar keinen Fall jetzt mehr weiter? Das hat sich jetzt gerade in dem Vortrag so angehört, als ob ich wirklich von heute auf morgen rausgegangen wäre. Also wenn du in so einer Situation drinsteckst, das baut sich ja langsam auf. Und ich habe meinen Unmut natürlich kundgetan, und das bestimmt über anderthalb Jahre. Habe gesagt, hey, wir müssen was anders machen, das funktioniert so nicht. Und ja, komm, hier noch 2 Monate, dann haben wir die nächste Phase erreicht. Und kommen jetzt noch 3 Monate, dann ist der Prototyp so weit, dass wir den live bringen können. Guck mal, wir haben schon Vorbestellungen. Und man macht sich so ein bisschen was vor. Man denkt, ja, nee, klar, jetzt nochmal alles zusammennehmen, noch einmal Gas geben, nochmal 3 Monate weiter, und dann wird es besser. Und ich habe dem ja noch eine Chance gegeben, nachdem ich eigentlich innerlich schon dabei war, zu sagen, nee, such dir mal was anderes. Also ich habe dann noch 1,5 Jahre eigentlich weitergemacht. Aber irgendwann kommst du dann halt an den Punkt, und ich sag mal so, wenn es mir wahrscheinlich körperlich auch nicht so schlecht gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich sogar noch weitergemacht. Nur man kann in einer Beziehung, ich konnte das schwer verargumentieren, dass du eigentlich genug Geld verdienst, dass du eine verdammte Waschmaschine, die kaputt geht, auch ohne Probleme mal neu kaufen kannst. Aber wenn das ganze Geld halt drauf geht, um irgendeine fixe Idee, eine nach der anderen, zu versuchen zu finanzieren, dann hast du irgendwann auch bei deinem Partner Probleme, das zu verargumentieren, und kriegst von der Seite dann auch nochmal Druck rein, und irgendwann ging es einfach nicht mehr anders. Wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, auf der letzten Seite hattest du noch auf der Folie Verantwortlichkeiten oder Zuständigkeiten klären, glaube ich. Magst du dazu noch was sagen? Also war das hauptsächlich, hat das mit dem Thema Loslassen auch zu tun oder im Team Verantwortlichkeiten oder halt Verantwortlichkeiten für deine eigene Idee und für die Firmengründung, oder was war so das, was du da mit dem Schlagwort mitteilen wolltest? Ja, also ich meine, Verantwortung in dem, also es war so quasi die erste Lektion, die ich gelernt habe da an der FH, wo wir die erste Firma gegründet haben, dass jeder von den Leuten damals, der hatte offiziell seinen eigenen Verantwortungsbereich, nichtsdestotrotz ist jeder andere dem immer reingegrätscht und hat halt immer gesagt, nee, du, so machst du das nicht, mach das so, hat halt irgendwie versucht, die Verantwortung für diesen Teilbereich an sich zu reißen, was dann letztendlich auch in diesem Desaster da gemündet ist. Und seitdem habe ich gesagt, okay, wenn man sich für einen Mitarbeiter oder für jemanden entscheidet, dann macht man das. Also wir haben das heute, wie gesagt, wir haben eine Agentur, und wir haben, ab und zu kommt mal ein Kunde, der stellt einen ein für diese ganz spezielle Dienstleistung. Ich möchte, dass du meine Seite optimierst, ich möchte, dass du Texte schreibst, dass du dies machst, bababa. Und trotzdem grätscht der Kunde dann alle 2 Wochen rein, ruft dich an, ja nee, bist du sicher, dass du das so machen willst? Und das meine ich einfach, dass man Leute eine Verantwortung überträgt, diese die ergreifen und dann auch das Beste draus machen. Kontrolle, klar, aber erstmal geben. Okay, letzte Frage. Dani, hi. Hallo Ralf. Ich würde nochmal die Frage wiederholen. Ich weiß nicht mehr, wo die eben gestellt wurde, aber in dem Sinne, ob du jetzt so ein Frühwarnsystem dann installiert hast, im Sinne von, also für dich persönlich, aber auch, also zum Beispiel sowas wie, das Projekt darf nicht länger als 6 oder 12 Monate dauern, bis es umgesetzt ist. Also dass du dir einfach sagst, okay, ich habe hier meine, in Anführungszeichen, Checkliste, oder wir lassen das einmal durch dieses Raster laufen, oder die und die Gedanken mache ich mir dann dazu. Und wenn das so für mich nicht passt, dann mache ich es nicht. Also machst du es irgendwie so systematisch, oder ist es so, ja, finde ich geil, machen wir jetzt, und ich denke mal gerade 2 Stunden drüber nach, hier mal ein Bildchen aufs Flipchart oder Whiteboard, und dann läuft das, oder machst du das jetzt? Nee, also ich bin da konzeptioneller. Ich bin da wesentlich analytischer und wesentlich konzeptioneller geworden. Also das ist, ich bin seit der Geschichte extrem konservativ geworden. Also ich
wenn wir ein Projekt machen, dann denke ich nicht, oh, das wird der beste Fall, wird eintreten, sondern ich gehe halt eigentlich immer vom Schlimmsten aus. Und wenn sich der schlimmste Fall mit dem Schnaps obendrauf dann noch rechnet, dann machen wir das in der Regel, ja. Ja, also soweit es geht, ja. Nee, das ist abhängig eigentlich wirklich. Ja, ein bisschen Daumen ist auch dabei, klar. Ein bisschen Gefühle auch, klar. Gut, ich bin ganz sicher, dass Ralf noch viele Fragen nachher nach der Veranstaltung beantworten wird. Und ansonsten kommt ins Coworking, das ist toll. Vielen Dank, Ralf. Dankeschön, danke. So, und last but auf jeden Fall not least, haben wir auch noch eine Referentin, da freue ich mich sehr drüber. Es ist Melanie Vogel. Und sie muss jetzt als erstes mal erklären, was eine VUCA-Expertin ist, das habe ich noch nicht verstanden. Aber ansonsten bin ich auch sehr gespannt, was sie zu erzählen hat. Shift happens. Ja, das erkläre ich dir nachher, weil wir sollen ja keine Werbung machen und wir wollen über das Scheitern reden und ich will ja nicht, also mit dem möchte ich nicht scheitern. Also ich möchte heute euch, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das klappt, Shift Happens oder Shit Happens. Ich bin gemeinsam mit meinem Mann seit fast 20 Jahren selbstständig und wir haben vorhin schon gesagt, also wir könnten eigentlich den ganzen Abend hier füllen. So viel Scheiße haben wir erlebt. Und einen besonderen Shit möchte ich euch heute vorstellen. Und dazu ganz kurz dann doch an der Stelle ein paar Worte zu mir. Ach, da steht ja die VUCA-Expertin, dann kriegst du die Antwort doch. Aber jetzt redet da mit anderen, ist egal. Die Frage war bei der Einführung oder bei dem Briefing, wer seid ihr heute? Und das finde ich oft schwierig zu beantworten. Dann habe ich gesagt, also in allererster Linie bin ich Unternehmerin, das seit fast 20 Jahren und das aus Leidenschaft. Du hast, glaube ich, eben gesagt, ich kann nicht anders als gründen. Unternehmer ist man oder man ist es nicht. Da spielt auch Scheitern keine Rolle und insofern bin ich mit Überzeugung Unternehmerin. Auch mittlerweile, Gott sei Dank, erfolgreich. Habe zwei Innovationspreise gewonnen, beschäftigen uns viel mit Zukunftsthemen, aber das war nicht immer so. Was wir jetzt auch noch machen, das vielleicht an der Stelle auch, Initiatorin der Women at Work, ist mittlerweile Europas größter Messekongress für Frauen. Aber wie sind wir da hingekommen? Was ist in der Zwischenzeit passiert oder was waren auch so Milestones des Misserfolgs? Und dazu möchte ich ein bisschen ausholen. Und zwar, als wir uns selbstständig gemacht haben, waren wir auch jung, also 25 bin ich gewesen. Ich wäre fast mal Juristin geworden. Bin es dann doch nicht, weil ich meinen Mann kennengelernt habe, der sich damals mit einer Firma selbstständig gemacht hat und das fand ich so spannend, habe ich gedacht, ach, das mache ich auch, weil Unternehmerin wollte ich immer sein, mir fehlte nur damals die Idee. Und die Firma damals, die Campus Concept GmbH und Co. KG, hat Karrieremessen veranstaltet und Karrieremessen, also klassische Hochschulkontaktmessen waren damals total modern. Es gab viele, viele Anbieter und wir haben gedacht, ach, wo viele sind, ist auch ein großer Markt, machen wir auch. Und ich habe hier in Vorbereitung auf den Abend heute, habe ich eine alte Campus-Concept-Präsentation gefunden und wir haben damals ganz stolz unsere Kundenlisten auch immer rumgeschickt und das ist hier so ein Auszug. Viele dieser Kunden oder dieser Unternehmen gibt es heute nicht mehr, uns schon. Das habe ich dann auch mit Stolz festgestellt. Wir haben mit diesem Konzept in den ersten anderthalb Jahren oder in den ersten 15 Monaten ungefähr, haben wir 1 Million Umsatz gemacht. Und wenn man in jungen Jahren viel Geld verdient und nicht weiß, dass Krisen kommen könnte, ist es schlecht, weil wir haben das Geld investiert. Und wir haben es nicht so besonders gut investiert. Wir haben nämlich uns eine nette kleine Immobilie in Köln geleistet, gemietet, 10 Jahre Mietvertrag. Wir hatten 20 Mitarbeiter, ne? Also man gönnt sich ja sonst nichts. Und damals war auch noch so diese Haltung da, also wenn man Unternehmer ist, dann hat man Mitarbeiter, man hat gefälligst ein Büro und das haben wir natürlich auch gemacht. Dann kam so das Auslaufen der Dotcom-Zeit, da hat man uns dann auch gesagt, also machen Sie doch eine AG
also eine GmbH und Co. KG ist auch sehr schwerfällig. Da haben wir zumindest dann Nein gesagt, weil wir immer autonom bleiben wollten. Naja, und wir hatten dann aber auch noch zusätzlich Lagerfläche in Rodenkirchen angemietet, weil wir mit unseren Messen so groß geworden sind innerhalb kurzer Zeit, dass wir also zusätzlich auch noch einen Haufen Messematerial gekauft haben. Wir waren für ganz kurze Zeit einer der größten Messemobiliaranbieter in Deutschland, ohne dass wir das je geplant haben. Und dann ist was passiert, das war nicht so gut. Das ist so mal ein altes Plakat, wie wir Werbung gemacht haben. Wir waren also bundesweit unterwegs und hatten einen wahnsinnigen, hatten einfach unglaublich viele Fixkosten. Und dann ist etwas passiert, jetzt muss ich selber mal umgucken, was ist passiert. Genau. Zum einen gab es die Bologna-Reform und insofern finde ich es ganz schön, dass wir heute in der Hochschule sind. Ich habe viele Hochschulen auch von innen gesehen und sie alle ohne Abschluss verlassen. Und insofern die Bologna-Reform, die hat uns so ein bisschen, das war so der Anfang vom Ende. Da war nämlich das Ziel, dass es Career Center an den Hochschulen gibt, dass die Employability zu stärken. Und naja, Career Center brauchen eine Daseinsberechtigung. Und insofern war es sehr naheliegend, dass die Hochschulen eigene Veranstaltungen anbieten. Und wir haben in einem gesättigten Markt es geschafft zu wachsen durch das Aldi-Prinzip. Also wir haben gesagt, wir machen gute Qualität zum günstigen Preis. Was Aldi mit Lebensmitteln kann, das können wir auch mit Messen. Und das hat auch funktioniert. Aber das funktioniert halt nur mit der Masse. Und in dem Moment, als die Hochschulen anfingen, eigene Veranstaltungen zu machen, haben sie uns die Werbung in den Hochschulen verboten. Und wenn Werbung in den Hochschulen verboten wird, dann kann man keine Hochschulkontaktmesse bewerben. Und insofern waren von dieser ganzen Liste bundesweit wirklich toller Städte und Standorte in relativ kurzer Zeit relativ viele Standorte auch wieder weg. Hinzu kam 9/11. Wir haben an diesem Tag, also es ist unvergessen, wir haben an diesem Tag, ich glaube, 10 Kunden verloren. Ein Kunde hatte seinen Hauptsitz im World Trade Center und wir hatten zu der Zeit Hauptakquisezeit für unsere Messen im Wintersemester. Und wir haben dann bei diesem Kunden angerufen und haben gesagt, also wir wissen, es ist ein bisschen schlechter Zeitpunkt, aber wollen Sie im Wintersemester kommen? Und die waren Tränen aufgelöst und haben gesagt, wir wissen überhaupt nicht, was mit unseren Kollegen ist. Wir haben wahrscheinlich gerade unsere ganze Firma verloren. Und so ging das also dann Schlag auf Schlag. Wir haben also an einem Tag ein Umsatzvolumen von 80.000 Euro verloren. Und dann mit einer Immobilie in Köln auf 10 Jahresmietverträge mit 20 Mitarbeitern, davon waren jetzt nicht alle Vollzeit, aber manche schon. Also ich habe in der Zeit verdammt schlecht geschlafen und wir haben dann überlegt, okay, was können wir tun? Viele Möglichkeiten hatten wir nicht durch diese hohen Fixkosten und es ging ja dann auch fröhlich weiter. Also es kam ja dann die nächste Krise 2003, 2008 war dann die letzte und wir haben es tatsächlich erst 2008 geschafft, unsere Immobilie in Köln loszuwerden. Das ist aber mal ein eigener Vortrag, wie man aus einem Mietvertrag rauskommt, der eigentlich gefühlt unendlich läuft. Ja, und wir waren an so einem Punkt Stagnation und Reduktion statt Wachstum und Entwicklung. So, was haben wir gemacht? Oder wir haben uns die Frage gestellt, also wo geht die Reise hin? Im ganzen Recruiting werden viele Säue durchs Dorf getrieben und zu der Zeit war so das Thema Online kam auf. Online-Recruiting, wir haben gedacht, ja, online, also ist jetzt eigentlich nicht so unsere Kernkompetenz, aber was andere können, das können wir doch vielleicht auch. Ja, und dann haben wir die aus meiner Sicht heute immer noch genialste Idee überhaupt gehabt. Wir haben gesagt, also wie cool wäre es, wenn Bewerber eine eigene Homepage erstellen könnten und wir sozusagen ein Baukastensystem anbieten und mit diesem Baukastensystem dann sozusagen den Bewerberinnen oder Bewerbern die Möglichkeit geben, im Prinzip ihre eigene Webseite zu haben und so weiter und so fort. Also war ein wirklich super Konzept, finde ich immer noch. Ich finde auch, das Design hat sich also in den Jahren deutlich verbessert. Wir haben dann mycareerhomepage.com angelegt und wir hatten damals einen Programmierer, der hat gesagt, weil wir hatten zu der Zeit eine etwas schlechte Zahlungsmoral, weil wir einfach diverse Verpflichtungen hatten, aus denen wir nicht so ohne weiteres rausgekommen sind. Und wir haben dann dem Programmierer gesagt, pass auf, wir möchten, dass du das für uns programmierst. Bis zu einem gewissen Punkt X sollst du fertig sein und damit du das machst, kriegst du das Geld, was es kostet, im Vorfeld.
Er natürlich war ja nicht doof, hat gesagt, ja, das mache ich. Ne? Also, und wir haben gesagt, okay, er macht das, wo kriegen wir jetzt Geld her? Und ja, ich habe hier mal einen kleinen Auszug der Rechnung des Programmierers, das ist übrigens nur die Hälfte dessen, was gekostet hat. Er hat übrigens pünktlich geliefert, das muss man fairerweise sagen. Das Geld haben wir letztendlich bekommen von Mama und von der Bank. Und meine Mutter hat uns 16.000 Euro gegeben und die Bank hat nochmal 20.000 Euro dazu gegeben. Also wir waren im Prinzip über Nacht ziemlich verschuldet, weil das ganze Konzept überhaupt nicht aufging. Wir hatten die Grundidee, dass man für diese Homepage, die kriegte man nicht kostenfrei, sondern für 59 Euro pro Jahr. Wir haben gesagt, also was Xing, damals OpenBC mit 5,99 Euro kann oder wie viel das auch war, das können wir auch, 59 Euro pro Jahr. Dann ist Folgendes passiert, nämlich der richtige Shift, der uns so dermaßen Geld gekostet hat letztendlich. Die Webseite ging online, wir waren glücklich, haben Werbung gemacht. Und dann kam diese Nachricht. Und zwar kam über viele, viele Kanäle und über die Presse, auch groß in den Medien, kam die Nachricht, dass sich mehrere große Konzerne zusammengeschlossen haben und das anonyme Bewerbungsverfahren testen und auch in dem Test für gut befunden haben. Und das zusammen mit unserer Idee, das passte nicht. Das heißt, also wir haben dann letztendlich die Webseite sehr schnell wieder eingestampft. Wir haben exakt 3 Webseiten verkauft. Also wir haben knappe 160, 170 Euro eingenommen. Wir haben 36.000 Euro Schulden gehabt, plus Verbindlichkeiten aus einem laufenden, nicht laufenden Geschäft. Also die Kacke war am Dampfen. Was haben wir daraus gelernt? Scheiße ist gut, weil das Ganze hatte Gott sei Dank ein glückliches Ende. Wir haben nämlich einige Lehren daraus gezogen. Wir haben zum einen gesagt, also wir denken und arbeiten nur noch in Projekten. Also das war so das erste Projekt, was wir gemacht haben, das gescheitert. Wir haben seitdem, ich habe das nachgerechnet, ich war selber völlig platt. Ich habe mal so alle Projekte, die wir seit der Zeit angefangen und oft nicht zu Ende geführt haben, aufgeschrieben oder nachgezählt. Es waren 52 Projekte, die wir insgesamt gestartet haben, also Projektideen, also im Schnitt 3,2 Projekte pro Jahr und davon funktioniert vielleicht eins mal alle 2 Jahre. Die Women and Work gehört dazu, Gott sei Dank, also sonst hätten wir unsere Schulden nicht bezahlen können. Was haben wir noch gelernt? Kein Büro, keine Miete. Wir haben heute kein Büro mehr, wir arbeiten von zu Hause. Wir haben keine Mitarbeiter mehr, sondern Freelancer, mit denen wir arbeiten. Die haben auch kein Büro, sondern arbeiten auch zu Hause. Wir sind online miteinander verbunden, das reicht. Das heißt, wir haben auch keinen Stress in der Firma. Wir fokussieren uns auf Kernkompetenzen, nutzen die Digitalisierung als Sprungbrett, als Werkzeug. Und wachsen durch Kooperation und verzichten auf jegliche Fremdfinanzierung. Wir wachsen nur durch eigene, ja, durch das, was wir können und das, was wir sozusagen erwirtschaftet haben. Und wir haben heute 2 Unternehmen, neutrale Namen, das war nämlich auch ein Thema, Campus-Konzept, damit kann man nicht wachsen, mit anderen Unternehmen schon. Das war's. Ende. Ja, vielen Dank. Gibt bestimmt noch Fragen. Ja. Ja, vielen Dank. Ich habe sehr mitgelitten, weil es ist unglaublich, wie viele Dinge gut klingen und eigentlich laufen müssten und man schiebt sie an und es läuft nicht und es ist einfach so, man kann es vorher nicht wissen und man muss irgendwie trotzdem immer wieder anschieben. Deswegen würde mich interessieren von diesen 52 Ideen, also 3,2 pro Jahr, wie viele sind denn im Schnitt erfolgreich davon? Hattest du das gerade gesagt? Habe ich das nicht gehört? Erfolgreich sind im Augenblick, also wir haben heute übrigens ein neues Projekt gestartet, das ist noch nicht mitgezählt. Also von daher, erfolgreich sind im Augenblick, würde ich sagen, 3 oder 4. Aber jetzt so von im Jahr, man macht 3 Projekte pro Jahr und davon läuft
ein Drittel und finanziert dann die anderen beiden? Das kann man so, also das kann ich so gar nicht sagen, weil also manche mal Projekte, so und mal so. Das ist mal so, mal so. Also die, zum Beispiel die Women at Work als Projekt, die haben wir gestartet, haben gesagt, wir machen das jetzt, wir standen mit dem Rücken zur Wand, irgendwie mussten wir Geld verdienen, wir haben einen Sohn zu Hause, der auch irgendwie sein Abendbrot haben will, ja. Und von daher haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach. Das Projekt hat Gott sei Dank sofort funktioniert. Ja, wir haben einen anderen Messekongress dann ein paar Jahre später versucht auf die Beine zu stellen. Das hat nicht funktioniert. Ja, also, und von daher, das kann man im Jahresdurchschnitt überhaupt nicht sagen. Aber Fakt ist, dass wir in Projekten denken und deswegen auch der Schmerz, wenn ein Projekt nicht erfolgreich ist oder wir ein Projekt wieder abstoßen, hält sich mittlerweile in Grenzen, weil wir einfach auch nicht mehr so massiv finanziell investieren. Okay, danke. Jetzt nochmal für die Livestream-Zuschauer. Macht ihr auch eine ähnliche Frage wie zuletzt, macht ihr das, die Bewertung der Konzepte nach einem bestimmten Konzept, wie zum Beispiel Lean, was sich ja vermutlich anbieten würde, oder ähnliches? So. Nein, also wenn man das Geld sieht, was wir versenkt haben, dann kann man vielleicht sagen, also wir hätten vielleicht mal irgendwie was in der Richtung tun können. Wir haben bis heute keinen einzigen Businessplan geschrieben. Und für mich ist Unternehmertum nach wie vor einfach viel Intuition und Bauchgefühl. Und also dieses My Career Homepage, ja, das ist immer noch, wenn ich die Seite sehe, wenn ich das Design sehe, ich denke immer noch, oh Mensch, also toll das Projekt da. Natürlich ist es total in die Hose gegangen und es war überhaupt nicht abzusehen, dass das nicht funktioniert, weil einfach die äußeren Umstände entsprechend waren. Insofern hätte uns auch kein Lean oder sonstiger Businessplan geholfen, weil die äußeren Umstände so schnell kommen, ja, dass man, je geplanter man vorgeht, umso weniger flexibel ist man. Und wir gehen heute wirklich nach reinem Bauchgefühl vor. Wir sagen, es ist eine coole Idee. Gibt es dafür einen Markt? Ja, bestimmt. Und wenn wir dann Lust haben auf die Idee, und das vielleicht auch zu der Frage von dir eben noch, ja, in dem Moment, wo wir mit Leidenschaft hinter einer Idee stehen und auch unser Vertrieb mit Leidenschaft dahinter steht und sagt, ja, das ist cool, das kriege ich verkauft, dann funktionieren die Projekte meistens. Ja, also dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns durchaus geringer. Und dadurch, dass wir sehr schnell auch mit halbfertigen Ideen an den Markt gehen und eben nicht lange warten und werkeln, bis wir hatten da mit der My Career Homepage, haben wir ja wirklich bis zum Endprodukt gewartet. Ja, das würde ich heute nie wieder tun. Ja, wir gehen heute mit Ideen und Produkten an den Markt, die halbfertig sind. Wir verkaufen die Idee und die Idee wächst. Ja, und wenn die Idee beim Kunden angenommen wird, dann sind wir ganz schnell und haben dann die Idee auch fertig, weil wir wissen ja, was wir tun. Ne? Und insofern, nee, also möglichst wenig an Strategien dahinter setzen, das bringt aus meiner Sicht nichts. Hallo Melanie, jetzt kenne ich dich ein bisschen, ich weiß ja, was du sonst noch so machst. Und du hast auch einige Non-Profit-Geschichten, weiß ich, aus die Pechacha zum Beispiel oder als du das mit dem Fehler.com versucht hast aufzubauen und ein paar andere Sachen. Geht ihr grundsätzlich davon aus, dass ein Projekt, was ihr startet, auch wirklich Profit bringen muss? Oder seht ihr auch einen Mehrwert oder einen zweiten Nutzen, wie zum Beispiel Netzwerken oder Kontakte finden oder vielleicht eine Basis für eine Idee, die daraus wieder entsteht? Ja. Also plant ihr das, also die Frage ist wirklich, ist direkt nur Profit das Ausschlaggebende oder halt auch dieser Mehrwert dabei? Sowohl als auch. Also wir verdienen schon gerne Geld. Also ich habe auch gern ein gut gefülltes Konto, weil ich weiß, wie es ist, wenn es nicht so ist. Also gepfändete Konten möchte ich nie wieder haben. Und von daher, wir unterscheiden sehr stark. Also wir haben Projekte, die wir von Anfang an als Profit-Projekte auslegen, wo wir sagen, also wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, da haben wir die Maßgabe ausgegeben, Mensch, also wenn wir das 20 Mal verkaufen, super.
Also für uns ist so die Maßgabe, wenn ein Projekt 30.000 Euro Umsatz im Jahr bringt, ist es super, dann machen wir es weiter, weil es ist einfach irgendwie ein Standbein. Ja, es hilft nicht, uns zu ernähren und unsere unsere Freelancer zu bezahlen, aber es sichert unsere Existenz. Also wir denken eher in Existenzsicherung und in Ausweiten. Und darüber hinaus sind wir halt Unternehmer. Also wenn ich nichts zu tun habe, werde ich kribbelig. Und ich will einfach was tun. Und wenn ich halt sowas wie Pack Chacha oder andere Projekte, die machen wir aus Spaß an der Freude. Und das werde ich wahrscheinlich immer weitermachen. Ich mache auch weiter kostenfreie Veranstaltungen und so weiter, weil ich einfach auch denke, es ist wichtig, dass wir in die Gemeinschaft reingeben und letztendlich auch Mehrwerte schaffen. Unternehmer schaffen Mehrwerte und mal kriegt man dafür Geld und mal kriegt man dafür oder hat man dafür die Hoffnung, die Gesellschaft zu verändern. Und wir wollen verändern und deswegen machen wir sowohl als auch. Wann ist eigentlich das nächste Pack Chacha? Ach, wir brauchen Raum, Leute. Hier fehlt Space die Uni. Camp. Das Basecamp will uns nicht und wir brauchen vor allem Präsentanten. Daran hat es bisher dann doch ein wenig hier gescheitert. Hi, ich hatte eine Frage, weil der Referent zuvor ja zum Beispiel die Grundregel hatte, nicht mit besten Freunden oder Freunden zu gründen und Sie haben ja hier jetzt irgendwie das Gegenteil. Haben Sie da irgendwie einen Ring, ihn zu knechten? Also ich meine, da ist ja auch eine gewisse Nähe da. Haben Sie da irgendwie einen Tipp oder eine goldene Regel, wie sowas doch funktionieren kann? Oder? Puh. Ja, also ich sag mal, es ist also grundsätzlich denke ich, man muss eine gemeinsame Richtung haben. Und wir haben in den allermeisten Fällen haben wir eine gemeinsame Vision. So, und das ist entscheidend. In dem Moment, also wir haben auch ganz am Anfang unserer Beziehung haben wir beschlossen, wir streiten uns nicht über Kleinkram. Das tun wir bis heute nicht, würde ich sagen. Ne? Also offene Zahnpastatuben oder sowas, da haben wir gar keine Zeit für. Ja, also wir haben gesagt, wir streiten uns nicht um Kleinigkeiten. Auch was zum Beispiel unseren Sohn angeht, wir haben bei uns am Kühlschrank haben wir einen Zettel hängen, United Front of Parents. Und das ist unsere Maßgabe, ja, das heißt, wir sind uns in den entscheidenden Lebensdingen sind wir uns einig. So, und darüber hinaus streiten wir uns. Nicht oft, aber manchmal schon, gell? Hallo. Ich wollte Sie mal von Frau zu Frau fragen, wie Ihre persönlichen Erfahrungen in der Geschäftswelt sind, weil ich habe zum Beispiel festgestellt, als ich das Geschäftskonto gründen wollte, dass ich dreimal gefragt wurde, ach, Sie wollen wirklich ein Geschäftskonto? Ja, und also Sie? So, ja. Und wenn man dann auch freundlich reagiert, oft einfach das Gefühl hat, dass man sehr wenig ernst genommen wird. Ja, darum bin ich auch nicht immer freundlich. Also, ich meine, der Vorteil ist halt, ich habe einen Mann an der Seite und er macht die Finanzen. Wir haben auch so ich sag mal, mein Nervenkostüm ist deutlich dünner als seins. Also so entspannt wie der zweite Redner, ich glaube Konstantin war es, ja. So entspannt war ich in all diesen Fuck-up-Phasen war ich bei weitem nicht, mein Mann schon. Und was die Geschäftswelt angeht, also ich finde es klasse, als Frau Unternehmerin zu sein. Also weil ich zum einen ganz oft einen Solo-Status habe, heute ja auch. und zum anderen es ist super. Also ich würde mir da auch nie irgendwie den Schuh anziehen und sagen, Frauen können das nicht oder wenn mir da jemand doof kommt oder mich nicht ernst nimmt, naja, dann diskutiere ich halt. Und ja. Also wenn ich Ergebnisse haben will, dann bin ich meistens diejenige, die verhandelt. Und das ist dann der Überraschungseffekt, den wir generieren. Und der hat uns schon manches Mal geholfen.
Eine letzte Frage, wenn ich das richtig gesehen habe. Boah, jetzt muss ich nach ganz hinten gehen. Ihr spart mir nichts. Ich habe so eine Gesundheits-App neuerdings aktiviert. Ich hätte dir mein Handy geben sollen. Da wäre meine Statistik heute echt gestiegen. Das wäre eine gute Idee gewesen. Achso, das war überhaupt keine Handy. Auch gut. Vielleicht noch ein schönes Schlusswort. Bewundernswert, absolut bewundernswert. Danke. Schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Vielen Dank. Ach, das war doch super heute. Und wisst ihr, wen ich gefunden habe? Ich habe Thomas gefunden. Er soll ja auch noch ein paar Lorbeeren abkriegen. Der hat ja mindestens 50% der Arbeit hier gemacht. Wissen die alle, wer ich bin? Nein. Okay. Einen wunderschönen guten Abend. Falls ihr euch jetzt wundert, wer ist denn dieser Typ da vorne und was macht der da? Mein Name ist Thomas und zusammen mit Johannes habe ich die Fuck Up Night nach Bonn geholt. Und ich glaube, das ist etwas, was uns so auf den ersten Blick ganz gut gelungen ist. Aber das könnt jetzt ihr, glaube ich... Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Selbstlob, richtig. Ja. Genau, ganz kurz aber nur. Das könnt ihr, glaube ich, gleich noch und später noch viel besser beurteilen. Ja, warum stehe ich hier so spät hier auf der Bühne? Also Johannes muss hier ganz viel rumrennen. Ich habe tatsächlich mein kleines persönliches Fuck-up heute erlebt. Als wir nämlich den Termin geplant haben, 1.6., dachte ich, ja Johannes, geil, machen wir. Dann später auf der Arbeit habe ich nochmal reingeschaut. Ah, da musst du ja in Berlin sein und eine Veranstaltung moderieren. Deswegen kam ich dann ein bisschen zu spät. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Vorträge verpasst. Ihr habt sie mitgenommen und ich glaube, die waren ganz gut. Ich habe auf dem Weg vom Flughafen in die Taxi, im Taxi in die App geschaut und es sah gut aus. Ja, also von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart, aber... Oh, das ist ein schönes Stichwort. Danke, danke, Johannes. genau, wir wollen natürlich unseren vier Referenten danken. Melanie, Ralf, Konstantin, André. Total super, dass ihr da wart und ich glaube, das ist echt eine kleine Herausforderung, durchaus über Scheitern zu sprechen. Ich glaube, du hast es bestimmt am Anfang gesagt, dass, warum wir das gemacht haben und so weiter. Alle stellen sich auf die Bühne, erzählen, wie großartig sie sind und den Mut zu haben, sich vorne hinzustellen und sagen, hey, ich habe nicht alles richtig gemacht, aber aus meinen Fehlern habe ich gelernt. Chapeau und einen Daumen nach oben. Danke nochmal. Genau, unsere kleine Liste ist noch ein bisschen länger. Klaus und Robin, vielen, vielen Dank für euch beiden. Klaus ist, glaube ich, gar nicht hier drin. Er steht nämlich draußen und macht den Getränkeverkauf und hat, glaube ich, von der Fuck Up Night tatsächlich leider gar nichts mitbekommen. Ich glaube, er muss sich die Aufzeichnung anschauen. Aber vielleicht können wir gerade kurz laut klatschen, dass er es hört da draußen. Und das war natürlich auch für Robin, der uns bei der Organisation, glaube ich, sehr gut unterstützt hat. Der den Einlass gemanagt hat. Ohne ihn wären überhaupt keine Leute hier drin. Das ist ja. Dann haben wir noch Steve Payne, der nämlich ganz großartig das Livestreaming hier macht. Danke dafür. Bucht ihn unter highblue.com. Kurze Werbepause. Es haben tatsächlich auch, ich kann es bestätigen, mindestens 12 Leute gleichzeitig angeschaut. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht für das erste Mal. Wieso lacht ihr denn? Okay. Ganz großer Dank an den Digital Hub Region oder Bonn oder Region Bonn? Region Bonn. Region Bonn, okay. Danke für euren Support. Und ganz besonders an Steffi, die sich da echt reingehängt hat. Richtig, genau. Steffi, ganz herzlichen Dank. Die Idee war nämlich, das ursprünglich im Digital Hub zu machen und dann habt ihr total schnell die ganzen Tickets weggekauft und der Digital Hub meinte, okay, wir sind trotzdem mit dabei, wir unterstützen euch weiterhin, auch wenn es gar nicht bei uns stattfindet. Also, merci. Und natürlich, last but not least, euch allen. Also schön, dass ihr da wart, ganz großartig. Echt ein wahnsinniges Gefühl, ehrlich gesagt, so hier vorne zu stehen und all die Menschen im Hörsaal, in dem ich mal studiert habe, zu sehen, die dann aber Geschichten vom Scheitern hören wollen.
Vielen, vielen Dank. Und hast du noch was zu sagen? Ja, wir, genau, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Das war jetzt die erste Session. Wir hoffen, dass es noch eine zweite geben wird. Das heißt, ihr könnt gerne für uns Werbung machen, gerne nochmal ein zweites Mal kommen, wenn es euch gefallen hat. Wenn euch etwas nicht gefallen hat, schreibt uns eine Mail, schreibt es auf Facebook. Nee, schreibt einfach gar nicht. Das ist wohl. Okay, da haben wir noch einen kleinen Dissens. Schreibt eine, vielleicht eine Privatnachricht, muss ja nicht jeder sehen. Ja, und ich glaube, wir sind fast pünktlich um 9:30 gelandet. Komm gut nach Hause. Trink draußen noch was. Genau, draußen gibt es noch Getränke. Bleibt auch noch gerne ein bisschen hier. Vernetzt euch weiter, redet mit uns, mit anderen. Vielen Dank und gute Nacht.